sogar lustig. Nein, das lasse ich jetzt hier drin. Die neue Aufnahme ist gestartet. Das kann ich bringen. Mehrfache Verwirrung. Herzlich willkommen zur 92. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Wie immer an den Mikes unser lieber Alexander. Sag Hallo Alexander. Hallo Alexander. Ich hab's gewusst. Dead Joke Number One. Ja, ich meine, wir können, was weiß ich, wir können jetzt anfangen, wie Gen Z zu reden, dass wir sagen, ja, yeah, Slay und Reese. Und ich bin der Slayer und always gerüste Clemens. Hallo, was der Clemens hat. Der Clemens hat definitiv Reese. Was ist Reese? So, jetzt wird es schwierig. Riz ist so etwas, wahrscheinlich hat man früher gesagt, du hast Swag. Was ist Swag? So, den Riz, so, ich lese dir das jetzt vor einfach, weil das ist so ein, so. Also. Riz is an internet slang word defined as style, charm or attractiveness. The ability to attract a romantic or sexual partner. Das Hobby. Ja, du hast Riz. Ich sag's ja, du hast Riz. Okay, das glaube ich nicht. Oder da sozusagen ein Verwendungszweck, the Rizzler redirects here, not to be confused with Rizzler. Okay, danke. Bin jetzt auf mehrfachen Ebenen verwirrt. Das ist vollkommen okay. Also wir sind ja nicht mehr, wir sollten ja das Wort gar nicht mehr benutzen. Das ist das Nächste. Okay. Riz. Ja, noch nie gehört, sind das die neuen Wörter des Jahres, oder? Sind das die Jugendwörter von 20? Das sind jetzt neue Jugendwörter. Ja, ich meine, die sind auch schon älter. Wörter, die sind ja schon wieder alt mittlerweile. 2024. Echt, gibt's da... Das machen die komische Liste, machen sie immer noch, oder? Ist österreichische oder deutsche Jugendwörter? Was meinst du? Ich glaube, das ist deutschsprachiger Raum generell. Ich glaube, das macht ja sogar der Duden, oder? Na, selber. Langenscheid, oder? Ja, genau. Da gibt es noch nichts. Jugendwort des Jahres 2024, das sind die Top 3. Aura. Ja, servus. Bedeutung persönliche Ausstrahlung oder Eindruck, den eine Person auf andere macht, wird oft scherzhaft verwendet. Ich dachte, es gibt keine Stufe mehr und bin gestolpert. Minus 5000 Aura. Zweites Wort, Schere oder die Schere heben. Bedeutung in Online-Spielen, ein Schuldeingeständnis oder Bekenntnis ausdrücken. Das kommt von Mr. Krabs, von Ding, von SpongeBob. Gestern Fortnite gespielt, aber musste die Schere heben. Ja. Oder Talahon, abgeleitet aus dem Arabischen, bedeutet komm her, wird von und für Menschen mit Stereotypen, Merkmalen oder Verhaltensweisen verwendet. Mit meiner Brusttasche fühlte ich mich wie ein Talahon. Ich sehe schon, der Clemens ist definitiv aus der modernen Welt ausgestiegen. Ja. Okay. Lass mal das. Herzlich willkommen zum Techtelmechtel-Podcast und ich bin der Clemens, oder? Habe ich das schon du gesagt? Du hättest das jetzt zusammenfassen können. Achso, das habe ich ja schon gesagt. Ich bin der Rizzler Clemens. Du bist der Rizzler Clemens. Rizzler, okay. Hui, das ist ein Wörter. Ich bin jetzt schon am Ende. Können wir abbrechen? Dann ist diesmal eine wirklich kurze Sendung. Kommen wir zu den Themen. Punkt 1. Ich habe eine Umfrage gestartet und bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Link anzuklicken. Das ist ein gutes Wort für, statt Link sagt man, wenn man jetzt sagt, klick auf den Link, sagt man jetzt Klink. Klink das an. Klink das, Ja, nächstes Jahr
bist bei den Jugendwörtern dabei. Das ist Jugendwort 2025, sponsored by Techtelmechtel Podcast. Klingt. Ja, jedenfalls, ich habe eine kurze Podcast-Hörerinnen-Umfrage gestaltet. Es sind 10 Fragen. Es ist in 1,5 Minuten erledigt, zumindest laut Durchschnitt, was ich in den Statistiken sehe. Ich würde euch bitten, da kurz teilzunehmen und da mal die Fragen anzutipseln, die lauten zum Beispiel, wie viele Podcasts hast du momentan abonniert, welche App verwendest du hauptsächlich, wo hörst du Podcasts und so weiter und so fort. Wir wollen uns verbessern. Und dann hat der Clemens auch noch gefragt, wie alt seien die Hosts, und da ist rausgekommen, zu alt. Genau, diese das Frage habe ich aber noch gleich wieder rausgenommen. Da ist das erste gewesen, zu alt. Genau, zu alt, und das habe ich nachher sofort wieder rausgenommen. Ja, genau, das war es eigentlich. Das ist, ich habe mir im Sommer schon einmal gedacht, ich würde gerne mal ein bisschen unsere Hörerinnen oder generell Podcast-Hörerinnen ein bisschen besser kennenlernen im Sinne von ihres Konsumverhaltens, Podcast-Konsumverhaltens. Und ja, ich bin zumindest nicht mehr angefressen, sondern habe schon eine gewisse Anzahl an Abstimmungsergebnissen, die mich milde stimmen, sagen wir so. Wie viel? 30 sind es jetzt. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass das wirklich so viel waren. Ich will aber noch mehr. Also bitte techtelmechtel-podcast.at/Umfrage oder Link in den Shownotes anklicken. Also Klink. Ja, okay. Das war Thema Nummer 1. Alexander, du hast Thema Nummer 2 und du hättest das eigentlich in die Autopics einetouren können, gell? Ja und na. Es passt irgendwie zu Baden, hast recht, aber nicht ganz. Ah ja, stimmt. Es wegen im zweiten, das war ein bisschen blöd. Ja, was soll man sagen? Der werte Herr Musk hat jetzt irgendwann, wann war es? Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wieder sein tolle Keynote gehabt, wo er vorgestellt hat, dass er jetzt dann quasi das ultimative selbstfahrende Robotaxi hat. Ja. Das dann nebenbei auch noch wie seine Roboter ferngesteuert und halt sehr hochgradig gestaged war. Ja. Was halt super witzig ist, das Ding wirkt halt wie so ja, ich weiß es nicht. Redest du so jetzt vom Auto oder vom Bus? Ich fange mal mit dem Auto an, genau. Ja. Also, das Auto ist ein Dreisitzer, es ist, zwei Sitzer. Es ist ein Zweisitzer. Das ist ein super Taxi, ist ein perfektes Taxi. Das fängt schon da an, ist perfekt für Taxi, also ja. Super. Weil wenn ich mit dem Taxi fahren will, perfekt. Also ja. Dann brauche ich ja keinen Platz. Also ich stelle mir so vor, der Iliade-Ding zum Flughafen zu fahren damit. Ja, ja gut, Zweisitzer ist ja okay, wenn man allein unterwegs ist, ist es ja ideal, aber ich würde mal sagen, man ist auf einer Messe oder fährt zu einer Messe oder zu einer Exhibition oder was auch immer zu viert. Es macht ja keinen Unterschied, weil man auch denkt, selbst wenn ich allein fahre, auf diese Autogröße, weil das wirkt ja so, wie es ist ja so groß, glaube ich, wie ein Tesla Model Y. Ja. Warum seien da nicht 4 Sitze drin? Es macht ja null Sinn. Warum hat das Ding ja keinen gescheiten Kofferraum? Das sind Haftungsgründe. Kann ich da sicher sagen, Haftungsgründe, weil oder zwei Tote zahlt man weniger wie für 5. Aber es ist ja wurscht, das Ding wird in die Realität werden, das ist ja sowieso das Nächste, weil das ist halt das nächste große Versprechen, was Elon Musk seit 2016 nicht eingelöst hat. Das würde ich jetzt nicht glauben, dass das in die Realität werden wird. Warum? Ja, von ihnen, also von Tesla nicht. Also von Tesla, das selbstfahrende Auto wird seit 2016 von Tesla versprochen. Und das ist immer nächstes Jahr da oder in 2 Jahren. Ja, und jetzt haben sie es vorgestellt und in 2 Jahren ist das da. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, das schafft er schon. Na, also es geht... glaubst du das wirklich nicht? Also, nein, es ist, also mittlerweile weiß es ja jeder. Ich meine, Tesla war ja auch die einzige... Tesla setzt ja voll auf Kameras bei allen. Das heißt, die haben ja jeden Sensor entfernt. Von ja, ja, Autos. Die machen ja nur noch Kameraerkennung. Ja. Wo auch jeder, der sich mit der Thematik wissenschaftlich beschäftigt, sagt, das ist ein voller Blödsinn, das geht nicht. Ja, Ultraschall-Näherungssensoren sind halt einer Kamera überlegen und schneller. Ja,
Richtig. Und funktioniert bei Dunkelheit und schlechten genau. Lichtverhältnissen. Es Und wenn ist sie ja dreckig das. sind. Genau, und das ist aber bei Tesla schon auch so ein Grundprinzip, sie wollen nur Kameras verwenden. Ja, natürlich. Ist ja billiger zu bauen dann die Ja, Kiste, ist schon Kamera klar. kostet nichts, ja. Richtig, so. Und das sind halt, ich meine, das ist ein riesenlanger Artikel, wo halt die ganzen Dingversprechen drin sind. Also es ist halt wirklich alles schön aufgelistet. Es wäre sogar eigentlich ein Lesepick gewesen. Ja. Wo man mal wirklich das schön zusammengefasst erklärt kriegt, warum Tesla da wahrscheinlich die falsche. Also wenn ihr auf jemand wetten müsst, wäre es nicht Tesla. Ja. Also da ist definitiv Waymo und wie sie alle heißen, wesentlich weiter. Ja, das sicher, ja. Und wenn man sich einmal so ein Waymo-Auto anschaut, wird man auch feststellen, da sind brutal viel Sensoren drauf auf die Kiebel. Ja, Und das was der hat. halt ziemlich, was halt Waymo ziemlich cool macht, ist, die nehmen normale Autos und bauen die um. Also die verwenden ja hauptsächlich die Hyundai, oder? Ja, die sind jetzt, glaube ich, sein neuer Hyundai, der Ioniq 5. Der Ioniq 5 ist dazugekommen jetzt Genau, bei ja, denen. genau. Und das macht halt einfach Sinn, weil warum soll ich für sowas einfach selber ein Auto entwickeln? Das kostet ja leider verdammt viel Geld. Genau. Man nimmt ein Auto, man nimmt das System, was funktioniert, und Ja. peppt das auf um Sensoren und Intelligenz, und dann funktioniert das schon. Ja, und du siehst aber eh, wie lang die. Da, vor allem, das ist halt auch noch ein Unterschied. Waymo sammelt halt Daten auf korrekte Weise und nicht wie Tesla, wo der Besitzer oder die Besitzerin quasi der Crash-Test-Dummy ist für das System. Ja, klar. Das ist ja auch so eine Geschichte, was man einmal sehr stark kritisieren muss und einmal eigentlich auch hinterfragen muss, warum das überhaupt legal ist. Ja, naja, sicher. Und es ist ja nicht so, ich meine, Tesla hat ja das, darf das ja eigentlich auch schon immer Autopilot nennen oder Copilot. Stimmt. Und es gibt ja jetzt, glaube ich, gerade heute habe ich wieder gelesen, dass es wieder ein paar tödliche Unfälle gegeben hat mit seinem Copilot. Oder wie heißt es, was weiß ich, wie es ja Na, dann du ist. Copilot ist, glaube ich, das Das von von Microsoft, Microsoft, ja. Entschuldige. Ja, na, oder wie? Autopilot. Das von Out. Also, das System ist einfach. Ja, es ist halt typisch Tesla. Ja. Es wird viel versprochen und es wird nichts gehalten. Und das Ergebnis ist unpraktisch, wie man dort zum Beispiel bei dem Auto sieht. Und das ist nächste ist das Beispiel seine Roboter. Das ist ein Bloomberg-Artikel. Seine ganzen Roboter waren alle ferngesteuert, die er vorgestellt Ja, hat. das Seine ist. Wunderroboter. Das war ziemlich. Oh, kann ich mir nicht anschauen, den Bloomberg-Artikel. Oh, schaut. Tesla Optimus Bots. Warte mal, das finden wir schon. Vor allem das Witzige ist ja immer das, diese Sachen, wo andere Firmen Jahrzehnte dran arbeiten, werden dann per Tesla immer so, kommt man vor, so gefühlt in 2 Monaten vorgestellt. Also wenn auf einmal, keine Ahnung, irgendwer merkt, hoppala, das wäre für einen Börsenkurs gar nicht so schlecht, dann kommt irgend sowas. Ja. Also, dass die Roboter ferngesteuert waren, das und offensichtlich ferngesteuert waren, und das ist, er ist ja nachher drauf angesprochen worden, er hat es ja noch zugeben, gell? So war das Er ja. hat's, ja, ist ja nicht mehr aus, ist ja nicht mehr anders gegangen, war ja nur Bildmaterial da. Ja, das ist so ein lächerlicher Move. Hat er gedacht, er kommt damit durch? Oder hat er gedacht, ach, die sind alle so blöd, da kommt keiner Na, drauf? für seine Fanboys reicht's ja. Weil das ist ja, Tesla ist ja auch mittlerweile, das Tesla ist ja nicht einmal mehr nur eine Firma, das ist ja Religion. Ja. Also da drehtest du ja wirklich, wenn da was dagegen sagst, da bist du ja Hass, da bist ja Hassfigur Ja, klar. dann. Also, und das ist halt, ja, okay, also
Also ich bin gespannt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass keins von diesen Versprechen, was da bei der Messe oder bei dem Event gemacht worden sein, jemals Realität werden. Wie heißt denn der Bus? Der hat ja einen coolen Namen gehabt, oder? Der Bus, ja, oder der Transporter da. Ich weiß es, Te Tesla. Der Robovan. Ja, genau, ich habe schon. Ich kopiere den Link da noch in die Shownotes. Es ist ja auch so ein Ding, das relativ unpraktisch ist. Es ist nichts zum Einhalten drin. Offensichtlich für europäische Verkehrskonzepte ist aufgrund seiner Bauhöhe überhaupt nicht geeignet. Na, eh, vor allem, ich denke mal, wenn ich so an diese ganzen Bushersteller denke, Mercedes und wie sie alle heißen mögen, Ja. die haben ja null Erfahrung, wie man Busse baut. Nein, nein, die sind ja Und die, also, trottel. das, wo ich mir denke, ja, okay, warum bauen die Busse wahrscheinlich so, wie sie sein? Weiß es nicht besser wissen. Das ist genau Ja, das. da denke ich mal immer, vor allem, und Mercedes hat gute Elektrobusse. Ja, natürlich. Und da denke ich das so, ja, okay. Also irgendwas hat da schon einen Grund, warum da Sitze drin sein und warum das so ausschaut, wie das ausschaut. Warum es Haltegriffe gibt, Ja, das warum der ist. Zustieg. Warum der Zustieg, warum es mehrfache Zustiegsmöglichkeiten gibt, statt einer Tür, wo man von hinten nachher durch die komplette Sitzreihe sich durchzwängen muss. Ja. Ja, richtig. Und vor allem da auch wieder denke, was ist da, weißt du, das Ding ist so groß, dann da passen ja wieder like 10 Leute rein. Ja, es ist. Das macht, da wo ich mir denke, da brauche ich keinen Also Bus es. dafür. Zumindest was jeder sieht auf dem Foto ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Sitzplätze. Ach so. Wow, jetzt überlegst du mal in einem 20 VW. Passagiere sollen Platz haben in dem Bus. Ja, und jetzt denkst du mal, wie unsinn oder wie sinnlos der Platz genutzt ist, wenn du in einen VW-Bus 10 Leute einbringst. Genau. Also, da siehst du mal, was das für eine Flächenverschwendung von dem Auto ist. Ja, ich bin gespannt, generell, wie sich das mit dem Elon Musk entwickelt. Ja gut, in ein paar andere Richtungen ist er jetzt komplett Trump-esk abgekippt. Ja. Also das ist ja das nächste. Ich meine, was ich nach wie vor sensationell finde. Eigentlich wollte er die andere Zielgruppe ansprechen und jetzt unterstützt er Trump. Ja, eigentlich perfekt für sein ganzes Firmenkonstrukt. Ja, ich komme, ich habe noch, glaube ich, eh noch einen Artikel dazu. Warte mal. Ah, nein, ich glaube, den habe ich mal aufgekolten. Kommt wahrscheinlich. Bringe ich auch das mal. Ah, habe ich halt nicht eine Karte. Glaube ich. Na, ja. Stimmt allerdings, ja. Also keine Ahnung, welche Seiten das der abdriftet, wie und warum. Ja, ich meine, der ist nicht leicht abgedriftet, der ist schon ewig lang abgedriftet. Ja. Na, Also der. er hat einen Huscher. Ja, Einen das kann man ziemlichen. wahrscheinlich so sagen. Ja, kann man definitiv so sagen. Gut. Wow, ist so. Was denn? Ja. Multitasking-Fähigkeit, das ist ein bisschen schwierig. Willkommen. Wann haben wir denn angefangen mit dem Reden? Vor 10 Minuten, oder? Ich habe keine Ahnung. Was war das Du Erste, der kannst. Anfang? Ja, ich muss mir das noch anhören. Ich habe die Kapitelmarke vergessen. Ah, Scheiße. Teslas neue Autos. Und Roboter. Gut. 19:30. Kommen wir zum nächsten Thema. Das iPad Mini ist vorgestellt worden. Tada.
Ja, bleib bei iPad. Ja, es ist ein iPad, es ist das iPad Mini. Du hast schon eine kopiert, danke dir. Bitte, bitte. Ja, Tesla hat das 8,3 Zoll iPad Mini vorgestellt. Nicht Der Tesla, Tesla. Apple, Entschuldigung. Verdammt, Ja, warte, das Elon. kommt als nächstes. Ja, wahrscheinlich. Und ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob man so viel wirklich dazu. Also, das Erste, was haben wir gemacht, die Speicherausstattung, die Minimalspeicherausstattung ist verdoppelt worden. Also, es gibt jetzt 128 GB im kleinsten Modell. Und Ja, ich glaube. voraussichtlich 8 GB RAM, weil es ja Apple Intelligence fähig sein soll. Also brauchst du mindestens Ja, 8 GB RAM. es war, glaube ich, das Minimal-Update, das es quasi dafür die Sachen erfüllt. Genau, weil beim Chip haben sie schon gespart. Ja. Es ist Core M3, Core M4 oder was auch immer drin. Es ist auch nicht der Chip aus dem aktuellen iPhone drin, sondern der von die Vorjahres Pros. Der A17. Ich ehrlich gesagt weiß ich sogar gar nicht, ob sich's da, boah, also das iPad Mini ist sowieso so eine schwierige Sache. Ja. Also das ist, weil es hat auch keinen wahnsinnig guten Screen im Vergleich zu den anderen drin. Ja, es hat sicher keinen schlechten Nein, Screen, es ist, also. es, nein, ich meine im Vergleich zu den anderen. Ja, Also ja. es hat, weil das ist bei 60 Hertz nach wie vor noch. Ja, okay, das ist, glaube ich, ich sehe das iPad I Mini, ich sehe das iPad Mini noch mehr als das normale iPad, als reines Medienkonsumgerät. das schon, aber ich denke mal jetzt, wenn 500 € dafür Das sind ausgibst. 60 Hertz, egal. Ja, aber es wäre schon ganz nett, wenn sie ein bisschen mehr hätten, weil. Ja, ich weiß nicht, was alle mit den 60 Hertz haben. Also ich habe ja am MacBook Pro mehr. Ich finde es ganz nett. Ja, es ist nett, aber wenn ich jetzt auf mein 4K-Bildschirm mit 60 Hertz wechsle, ich merke da ehrlich, also ich merke schon einen Unterschied, aber es stört mich nicht. Weniger stört mich nicht. 60 Hertz stören mich nicht. Deswegen ist es bei einem iPad Mini, ist es, glaube ich, ist es noch weniger. Ja, ich weiß nicht, ich würde es schon ganz nett finden, wenn das einmal mittlerweile kommen wird, weil sonst ist es halt. Weil sonst kannst du gleich das normale iPad da kaufen. Da hast du ein bisschen mehr Screen. Ja. Ach, ich weiß nicht. Weil, was ich nicht verstehe, was ist das iPad Mini? Ist das jetzt was einfach, wo ich einen kleinen Screen habe? Oder ist das jetzt ein bisschen besser als das normale iPad? Ja. Es passt nicht so wirklich in das Portfolio rein, weil ich habe das iPad Pro, das iPad Air und das iPad. Und was ist das iPad Mini dazu? Das iPad Mini ist in meinen Augen das, was man den Kindern gibt, damit die Kinder nicht mehr nerven. Ja, aber dafür, was ist dafür ein extra iPad kaufen? Was sind die Alternativen? Dann kaufe ich gleich das normale iPad, da spare ich mir ja sogar noch was. Naja, stimmt da. Also, ich verstehe das Gerät nicht wirklich. Also, weil leider kleinere Screen, okay. Also, Also, weil wenn ich jetzt. ein Kindle-Ersatz ist es nicht. Dafür Na, das ist. ist es eher, ist es zu kannst zu viel. Und ein Kindle, also ich persönlich nutze ein Kindle, weil er nichts kann außer Bücher anzeigen. Richtig, weil Weil ich nicht abgelenkt werden will. es ist ja das, vor allem wenn ich mir jetzt überlege, das iPhone Pro Max hat 6,9 Zoll. Ja. Das iPad Mini Doch, hat Komma drei. 8, da ist ja fast kein Unterschied mehr. Sicher, das sind Ja, aber viel ist nicht mehr. 6, 7 Zentimeter in der Ja, Diagonale. aber wenn man jetzt denkt, boah, für das, wie, weißt du, da denke ich mir, da ist ja der Unterschied nicht so groß, dass ich jetzt sage, ich brauche ein Drittsgerät. Das ist 7,5 Zentimeter ungefähr wohl. Ja, Ja, na, na, das aber, nicht. also, aber da denke ich mir, boah, das ist, irgendwie macht das Ding keinen Sinn.
Wo für mich das Ding Sinn macht, ist so als das Tablet, das was im Haus rumschwirrt, wo du deine Home Assistant und so weiter drauf hast, aber dafür ist es zu teuer. Einfach als das Ja, weil einfach für richtig. so ein Home Automation Eingabetool ist es zu teuer. Na, weil da kaufe ich mir jetzt blöd gesagt, da kaufst du Du kannst ein Android-Tablet kaufen, ein billiges. A, kannst du ein Android-Tablet kaufen, B, kannst du irgendein Alexa-Gerät kaufen mit einem Display. Ja, wenn du die nicht ganz Amazon ausliefern willst, dann kaufst du halt ein Ja, Android-Gerät. Dann lieferst du das Google ist aus. ja wurscht. Das macht null Sinn. Also ich verstehe das Gerät nicht. Es passt irgendwie nicht zum Rest dazu. Na ja, ich finde es auch schwierig. Was, Ich meine, ich finde iPad schon ein schwieriges Thema, weil ich weiß weiß. nicht, für was ich es wirklich brauche. Haben Sie das schon irgendwo? iPad 7. Generation, Einstiegspreis in Österreich 600 Euro. Fürs Mac Mini? iPad Mini. Das iPad, das iMac Mini. Ja, und das ist es, 600 Euro, da kriegst du es eher. Ja, und wenn ihr da jetzt einfach das iPad 10 kaufst, ist normale. Okay, nehmen wir es eher. Das ist normale iPad 10, hat ein A14 drin, das ist schon ein bisschen angestaubt. Nehmen wir mal iPad Air. Ja, aber das wird da irgendwann abgedatet werden und iPad dann hat Air es das. 6. Generation. Einstiegspreis 649 Euro, ja. Und deshalb, für was soll ich mir da das Mini kaufen noch? Da gibt es ja nur den Grund, ich will das kleinere Display haben, aber. Ja, wenn ich unbedingt das kleinere Display haben will, dann ist ja als günstiges, sehr günstig im Gegenteil, als kleines Medienkonsumgerät kann ich mir das vorstellen, wenn ich sage, mir sind die 500 Gramm vom iPad Air zu viel. Ich kann mit die 290 Gramm vom iPad Mini besser umgehen, dann ja. Aber rein aus dem technischen Aspekt, die reinen technischen Aspekte sprechen absolut gegen das Mini bei dem Preis. Genau, also das ist der Punkt. Es gibt nur ein Argument und für das finde ich, das ist schon sehr nischig. Also jetzt sind iPads an sich schon nischig. Ja, finde ich ja. Ich meine, okay, ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe Ja, dafür, aber. na eh, eh. Aber trotzdem, Und ich genau finde das. deswegen ist es auch nischig, weil gerade du nicht die Zielgruppe bist. Du könntest, wenn es gut gemacht wäre, wärst du es. Ich sag mal so, ich wäre es gern, dafür Viel. fällt ein richtiges Betriebssystem einmal drauf. Ist richtig. Na, Betriebssystem. Sage ich nicht, das Einzige, was fehlt, ist ein Window-Management, ein richtiges. Ja, das ist sowieso eine Ja. Sache, ja, das ist ein Hauptproblem. Was man aber sagen muss, die NPU im iPad Mini ist doppelt so schnell wie im Air. Ja klar, das ist ja ein neuerer Chip. Ja. Im Air ist ein M2 drin. Hat 16 TOPS mit der NPU, mit der 16-kernigen, und im iPad Mini hat sie 35 TOPS. Das ist schon. Ja, ich meine, das ist eben in Europa, da wären auch irrelevant, weil du keine Apple Intelligence kriegst im Moment. Du kannst ja Stable Diffusion und so weiter drauf laufen lassen. Das kannst du, ja, okay, Ja. das geht, aber Ja, das war's dann aber auch. dafür kaufen wir auch kein 600 € Tablet. Also da gibt es Das günstigere ist Möglichkeiten. ja das Nächste. Ja. Gut. Ja. Schwierig. Ja, es gibt ein neues iPad. Das ist es so ungefähr, Das ja. ist es im Großen und Ganzen, ja. Okay. Was hast denn du? Gut. Ei. Ja, ich weiß nicht, du hast es ja mitgekriegt, dass in der US-Hersteller Fisker ist ja pleite gegangen. Ja, Ich nicht meine, nur es ist das, auch schon. Fisker Austria ist in Insolvenz. Ja, das ist ja alles, hängt ja alles zusammen. Ja, die haben in Österreich ja produzieren lassen, die Autos bei Magna. Genau, die haben ein paar Magna produzieren lassen. So, jetzt ist aber auch witzige Geschichte wieder, dass ja die Sache ist, jetzt gibt es keinen mehr, der die Software von den
Zeig laufen lässt. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen Fisker hast, hat dein Auto de facto keinen Cloud-Zugang mehr. Was ja an und für sich normalerweise nicht das Problem sein sollte. Naja, das kennen wir ja mittlerweile. Ja. Vor allem, du kriegst ja kein Update mehr. Das ist ja das Nächste. Wenn du jetzt einen Fehler hast, wenn dort irgendein Fehler drin wäre, hast du ja ein Problem. Wer soll es denn richten? Genau, ja. Du kannst noch selber anfangen, programmieren vielleicht. Ja. Also kannst du dein Auto dann. Muss Heck nochmal anfangen, weil du wärst nicht so einfach reinkommen wahrscheinlich. Das fängt da an, dann kannst du da mal anfangen und wenn das dann in 3 Jahren gelöst hast, nachher kannst du weitermachen. Also das sind ja die nächsten witzigen Geschichten. Ja. Ja, und das, ich glaube, warte mal, habe ich das später noch drin? Es ist ja so, dass American Lease ja die Autos von Fisker übernommen hat. Und da vor allem ja den Bestand, der ja in Österreich bei Magna produziert worden ist. Ich glaube, das sind ja ein paar tausend Modelle. Das hat ja auch American Lease hat das quasi. Die haben einfach ein paar Millionen dafür gezahlt und wollten die Autos jetzt eigentlich weiterverkaufen. Also sie haben Ja. sie quasi günstig gekriegt und sie hätten sie gern weiterverkauft. Und die haben sich ja eigentlich darum bemüht, die ganze Software, die ganze Cloud-Infrastruktur mit zu übernehmen, weil sie haben ja jetzt für Autos gezahlt. Jetzt haben sie eigentlich 3000 Autos, die Elektroschrott sind, weil sie die Cloud-Infrastruktur nicht einfach so übertragen können. Richtig. Ja. Ja, das sind moderne Autos. Muss aber dazu sagen, ich habe das eh auf verblockt, das ist jetzt kein reines E-Auto-Problem, die Fisker sind E-Autos. Ja, Aber na, das ist generell, das ist ein Problem unserer Zeit das eigentlich. ist ein generelles, erstens einmal Problem unserer Zeit, dass Hardware ausgeliefert wird, die sehr stark an irgendeiner Software in der Cloud gebündelt ist. Zweitens, wenn bei VW die Server ausfallen oder wenn VW irgendwann einmal pleite geht, das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber Auch na, sag da mal, hast der du noch das erste. Problem, dass du mehrere tausend Autos hast oder mehrere Das Millionen Problem ist Autos ja hast das, ohne Softwareanbindung. du hast ja das schon, es reicht ja theoretisch, wenn das für 2 Tage was ausfällt. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Kann man ein Auto nicht mehr betreiben, wenn der Ja, Cloud-Service nicht mehr das da bei ist? manchen anscheinend nicht, ich meine, aber nimm mal ein anderes Beispiel. Es ist ja schon ein Problem, ein fehlerhaftes Software-Update. Sag mal, Genau. du stehst jetzt irgendwo im Nirgendwo und du steckst das Auto an die Ladesäule an und denkst da, ja, okay, was weiß ich, dann macht er ein Software-Update. Ich glaube, er fragt dich zwar vorher, aber dann denkst du so, ja, ich muss jetzt eh eine halbe Stunde Pause machen, ja, mach ja ein Software-Update, ist ja wurscht. Und dann ist ein Fehler drin, dann hast du quasi einen Ziegelstein dort stehen. Teuren Weil dann Ziegelstein. kriegst du bei vielen die Fehlermeldung, ja, das Auto muss zur nächsten Werkstatt geschleppt werden. Genau, ja. Weil Software-Update-Fehler. Ja. Das ist, wenn man denkt, ja, okay, ich würde es wissen, dass ich es noch nur daheim mache, aber trotzdem ist sowas, dass es da kein Backup gibt in irgendeiner Form, dass das Auto sich auf den alten Stand zurücksetzen kann oder was weiß ich was. Das, was moderne Geräte, moderne Motherboards, moderne Router heutzutage auch mitbringen. In der letzten Sendung haben wir da den OpenWRT-Router gehabt, der eben ein zweites Interface hat, einen zweiten Speicherbaustein, wo man ihn im Falle eines Fehlers resetten kann und auf die ursprüngliche Firmware zurücksetzen kann. Ja, oder genau, Bei wenn du das. Motherboards hast du zwei BIOS. Hast du drauf, wenn das erste fehlschlägt, dann bootet Genau, es wäre ja wurscht, dann das soll er sich zweite. halt von. Dann soll er sich halt von mir aus auf Version 0.0.0.8 zurücksetzen, wo die ganzen Assistenten nicht funktionieren, die Komfort-Features, aber du kannst noch fahren. Ja. Ist ja vollkommen egal, zumindest, dass du irgendeine Backup-Lösung hättest, dass du da noch wegkommst oder weiterkommst. Aber das ist halt das Problem. Die Leute heutzutage kaufen sich aus Bequemlichkeit so eine Sachen. Sie haben quasi Car as a Service. Du kaufst ja kein Auto, du kaufst dir ja quasi mit dem Auto den Service und alle Genau, Dienste genau. quasi mit ein.
Es gibt sogar Menschen, die zahlen monatliche Beiträge zusätzlich noch für die Software, für irgendwelche noch weiteren zusätzlichen Komfort-Features. Kann man auch sehr viel Geld liegen lassen. Ja, ist ziemlich dumm, sowas. Aber die Sache ist so, solange es gekauft wird, wird sich ein Hersteller. Na, weißt du was, ich bin eigentlich dafür, dass das haben wir eh schon öfter gesagt, das gehört einfach gesetzlich geregelt, das geht nicht anders. Ja, Das Problem ist, wenn du es kein Hersteller vorschreibst, macht das natürlich auch nicht. Software und ha Software, Hardware, die mit Software ausgeliefert wird, das gehört reguliert, vollends. Inklusive an garantierten Support- und Update-Zeitraum. Immer, ja. Aber das kriegst du nimmer reguliert. Das wird nie mehr passieren, dass du das reguliert kriegst. Ich bin mittlerweile, ich weiß es nicht, aber die Chancen schauen, ich habe bisher nichts in die Richtung gehört, dass mal irgendwas von irgendwen kommen sollte. Ja. Aber das ist schon ein langer Thema, also das hätte, also vor allem, ich meine, man muss wahrscheinlich sogar so weit gehen, bei manchen Geräten müsste man es wahrscheinlich sogar verbieten, dass es sowas gibt überhaupt. Ja. Also Weil. in meine Augen braucht ein Auto so einen Fail-Safe-Mode. Es Ja, das muss, wäre. man muss damit gefahrlos im Verkehr teilhaben können, auch wenn ein Software-Update fehlgeschlagen hat oder wenn die Cloud-Services tot sind. Das muss Genau, ja. funktionieren. Ob YouTube jetzt im Auto funktioniert oder nicht, ist mir Ist scheißegal. wurscht, ist Aber ja ehrlich wurscht. gesagt, das hat auch nichts mit einem Cloud-Service zu tun, weil im Auto ist eher LTE-Modem drinnen und ein Betriebssystem. Es ist ja wurscht, es muss ja nicht einmal das LTE-Modem Aber funktionieren. Es ist ja. der Radio soll funktionieren. Radio war halt nicht schlecht, zwecks Stau und Verkehrswarnung. Entschuldigung, Verkehrswarnungen. Und das Es Auto soll Licht sich, soll. ist Es Licht und die Lichtblinker. restlichen Standardfunktionen, die es vom Gesetzgeber her haben muss. Ja, Fensterheber wäre auch nicht schlecht, wenn sowas funktioniert. Die ganzen Sachen, die in einem Auto normalerweise zu funktionieren haben. Ja, die Klimaanlage vielleicht. Ja, sowas, das muss funktionieren ohne irgendwas. Das muss funktionieren, wenn du mit dem Auto im Funkloch bist für 4 Wochen, muss das funktionieren. Ja, ist doch, das wäre nicht schlecht. Ja. Aber ich bin einmal gespannt. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, die EU hat momentan schiebt ganz andere Probleme vor, die offensichtlich wichtiger sein sollten oder offensichtlich wichtiger sind, sagen wir so, als solche Sachen. Irgendwann wird es halt drauf auslaufen, dass. Was machst du da? Ich hab da so einen komischen Fleck auf meinem Tisch. Und der ist mir gerade auf die Nerven, also ist er weg. Okay, du Es schaust war im so ein Video bei Minute 38 nochmal nach. Das schaut sehr bizarr Ach aus. so, das ist okay. Nein, ich hab da irgendwas von den Radiergummi da gehabt, von den da. Ja, okay. Und ich war. Der riecht übrigens nach Vanille. Und wenn man es nicht erkannt hat, da ist ein kleiner Dinosaurier drin. Okay, man sieht's ja. Okay, schön. Ja, also ich glaube nicht, dass man das in nächster Zeit reguliert kriegt. Man kümmert sich eher um, keine Ahnung, Migrationspolitik und dass die Autohersteller in der Europäischen Union nicht pleite gehen oder beziehungsweise nicht die Autohersteller. Es machen ja alle recht gute Produkte, bis auf Volkswagen. Du magst Volkswagen irgendwie nicht. Na, irgendwie schon lange nicht mehr, na. Obwohl ich wieder einen Volkswagen fahre jetzt, aber halt kein VW, halt ein Seat, aber trotzdem. Das ist ein Volkswagen, gell? Ja, aber es ist ein Auto ohne Cloud-Service, gell? Also ist schon einmal was anderes. Gut, das macht VW noch nicht so lang. Na gut, da haben sie, sind sie relativ, ja, mit Software kennen sie. Jawohl, Elektronik und Softwarefehler haben die schon lang, also sie kennen sich wohl aus damit. Ja, jedenfalls. In der EU reguliert man eher Netzteile und genormte Ladeanschlüsse, als dass man sich da mit den großen Automobilherstellern oder Elektroartikel oder Konsumgüterherstellern anlegen würde.
Ich meine, ich finde, das Netzteil ist ja auch eine gute Sache. Es ist ja kein Thema, dass das vereinheitlicht wird. Nur das, was sie wieder ausgelassen haben, war so Kleinzeugs wie elektrische Zahnbürsten etc. Ja, Wo sicher. man denkt, warum kann das nicht sein, dass das kein Key-Charging verpflichtend hat oder so irgendwas? Ja. Ja, also so eine Geschichten, aber. Gut. Dann habe ich noch ein Thema für das gibt es Neues. Warte mal, schnell einer kopieren da. Kopierst du es in die Sendungsnotizen, bitte? Ja, also ich brauche noch, aber wird kommen. Ja, okay. Solange es irgendwann kommt. Die Zeit ist wurscht. Android 15 wird verteilt. Gar nicht gewusst, dass man mit Android schon an der Version 15 angekommen ist. Wahrscheinlich. Das ist schnell gegangen, irgendwie. Ich kann mich noch an 7 erinnern und 8. Ja gut, das ist schon ein bisschen her, ja. Ja, also sie haben es überarbeitet. Es gibt halt wieder die ein oder anderen Feature-Updates. Das User-Interface ist wieder ein bisschen schöner feingeschliffen worden. Bei den Pixel-Phones hast du jetzt coole neue Features. Das finde ich nämlich ziemlich, ziemlich satt. Sie haben eine Astrofotografie-Funktion drin, wo du bis zu 4 Minuten lang belichten kannst. Was ich ziemlich geil finde. Erwartet euch nicht solche Bilder, weil mit einer 4-minütigen Belichtungszeit habt ihr recht schöne Streifen von den Sternen drin, weil nicht vergessen, die Sterne bewegen sich und zwar recht schnell. Das merke ich jetzt mal, wenn ich Astrofotografie mit meiner Spiegellosen mache. Nach 30 Sekunden hast du schon Schlieren drin. Also 4 Minuten belichten, ja, ist zwar ein netter Gag, aber schön ausschauen tut es nicht. Trotzdem. Coole Funktionen, allein, dass es möglich ist, 4 Minuten mit dem Sensor Vollgas zu belichten, wahrscheinlich mit hohem ISO, ohne dass er extrem heiß wird. Gut, auch nicht schlecht. Unter Wasserfotografie haben sie neue Features drin. Generell finde ich das User Interface, jetzt gefällt es mir doch langsam wieder. Du hast das vor ein paar Sendungen noch gesagt, das ist die. Dir gefällt das, wie sie es bei Google gelöst haben, bei dem Chrome. Google Video, na wie heißt das? Google Home, dass das User Interface so die flache Sprache da, Also das das Material, das Material man sehen, Design, ist, ja. das ist schon, mir hat das am Anfang auch recht gut gefallen eigentlich, aber ich muss sehen, das echt lassen, das ist echt so geschehen aus, also Ja, ja. es wird echt immer. Das ist neu, oder? Material Design at Google.io. Ja, Ja, da das gibt gibt's es schon mehrere Sachen, lang, wo sie das aber Sponsor. Ja, genau. Ja, finde jetzt leider nichts Material Design. Figma Design Kit, How to get Google Fonts Content Design. Ja, ich finde da jetzt leider nichts. Ja, trotzdem. Also, ich finde es immer schicker, aber wenn es mal teilweise ein bisschen zu comichaft wirkt. Also, da in dem Screenshot sieht man so. London, Wetter, Sonnenaufgang, UV-Index, Luftqualität. Es wirkt ein bisschen comichaft, aber trotzdem irgendwie nett und freundlich. Also es hat schon was. Also Also ich muss ehrlich sagen, mir kommt es auch vor, dass Android sich bei jeder Version verbessert und iOS sich bei jeder Designvariation verschlimmert. ja. Also seit dem letzten Update, was ist es, iOS 18, wo sie die Möglichkeit eingeführt haben, dass man seine Icons einfärben kann, sodass zum Beispiel alle grünlich sind, alle rötlich und so weiter. Hast du das schon einmal probiert? Ich habe das einmal kurz benutzt, dann habe ich gedacht, so ein Scheiß, wer braucht das noch? Ja, also das muss ich sagen, das schaut sowas von ekelhaft aus. Ich kann mir das zum Beispiel, oder die ist invertieren von den Logo-Farben, also dass die Icons angepasst werden an den Dark Mode und dunkler werden. Ich kann mir das nur vorstellen für einen Schlafmodus oder irgendwas, wo man nicht von irgendeinem hellen Icon geblendet werden will. Aber ja, eben, also die Apple-Entscheidungen, Apple versucht sich teilweise ein bisschen zu orientieren am Material Design von Android 10, kommt mir vor. Und während Android Ja. immer weitergeht und jetzt teilweise echt immer schöner wird,
nähert sich Apple beim iOS immer mehr einer uralten Android-Version, um die nicht sonderlich unausgereift ausgeschaut hat. Also so in etwa würde ich sagen, also ich muss da sagen, also ich bin da mittlerweile, ich meine, wo ist die Funktion nochmal versteckt gewesen, dass man das anpassen kann? Ich habe das schon wieder vergessen. Long press auf den Homescreen, edit. Also long press auf den Homescreen, nachher dann alle Icons wackeln, nachher kannst du links oben editieren, und dann kannst du customize und dann kannst du stark einschalten. Ich kann jetzt leider nicht mein Handy sharen. Ja, man kann es dann einfärben, tinted, und das wird dann wirklich ekelhaft. Also grün, grünlich, ja, alles grünlich. Ah, das ist halt einfach nicht schön. Und dark, auch nicht schön. Habe ich da jetzt wohl keine Apps drauf, die man im Video nicht sehen sollen dürfte, ja. Du kannst alles gelb einfärben. Es ist einfach so. Ich finde es einfach schwierig. Also mir gefällt das klassisch. Das Schlimmste ist, wenn die Icons groß machst. Das schaut überhaupt am schlimmsten aus. Ja gut, das ist jetzt eher etwas, was Leute mit Sehschwächen und so weiter nutzen. Aber da denke ich mal, ja, tut es das echt in das Feature rein, weil das fällt genau da rein. Das ist ja kein Design-Element. Das ist ja wirklich, wenn ich es brauche. Bedienungshilfe, ja, genau. Ja, das ist eine Bedienungshilfe. Früher hat man das in die Bedienungshilfen größer und kleiner machen können, ja, genau. Ja. Also, ja. Aber ja, wie gesagt, Android 15 ist da. Also, softwaremäßig wird es besser. Was jetzt zum Beispiel immer noch nicht drinnen ist in die Android-Sachen, das habe ich noch nachgelesen, ist, also man meint immer, dass Apple so limitiert ist von den Schnittstellen und von den Synchronisierungsmethoden und so weiter und so fort. Aber bei Google gibt's, also bei Google, beim Android gibt es immer noch keine Möglichkeit, dass du als für Kalender und für Kontakte an CalDAV oder CarDAV Server nutzen kannst. Und nicht brauche ich persönlich nicht, okay, ist egal. Wenn du zum Beispiel deine Nextcloud-Instanz hast und du willst deine Kontakte und deine Kalenderdaten über Nextcloud synchronisieren, dann brauchst du CalDAV und CarDAV. Ja, ich weiß schon, beim iPhone geht's. Ich weiß schon, warum Google das nicht will. Ja, aber warum hat es Apple implementiert? Naja, Apple hat nicht. Google lebt halt von deinen Daten. Gut, Argument. Ja, das macht natürlich Sinn, dass du das alles über See synchronisierst. Ja, bei Google geht das also übrigens immer noch beim Android, aber halt nicht. Also man braucht ein Drittanbieter-App dafür. Ja, ja, das ist bei Android wieder ein Vorteil, aber natürlich, du schneidest schon mal einen gewissen User den Zugang dazu ab, weil er sich A nicht damit ärgern wird. Ja. Oder B, sich denkt, ja, gibt's halt nicht, Pech gehabt. Ja. Aber das, ja, ist halt so die Sache. Und aber nice Material Design, also Google kriegt das ganz gut hin. Also ja. Es wirkt halt sehr comichaft. Es ist halt, wirkt halt sehr comichaft und einfach flach. Zum Beispiel, wenn du ein bisschen weiter oben scrollst in dem Artikel, da ist unten so eine Zeichnung für den Diebstahlschutz dabei. Das ist halt da. Vektorgrafik. Ja. Das schaut aber gut aus. Das ist schön. Ja. Also mir gefallen, ich muss ja mittlerweile sagen, mir gefallen alle Symbole, was ich da auf den Screen sehe, wesentlich besser als bei iOS mittlerweile. Da haben sie sich wirklich, vor allem bei den Apps, bei den eigenen Apps wirklich hervorgetan, weil früher waren die echt schlimm dort. Also da hat irgendwie designmäßig überhaupt nichts wirklich zusammengepasst früher. Richtig, na, vor allem, was ich auch nett finde, zum Beispiel das Podcast-Ding, die Podcast-App da. Ja, irgendwann das passt, Google Podcasts gibt es nicht mehr. Das ist, ja, das ist minimalistisch, hat aber echt einen eigenen Stil. Ja, nein, es ist nett, ja. Aschids, es ist so, es ist zwar minimalistisch, aber es ist echt was da, wo du es irgendwie erkennst, dass es ein Excel-Dokument ist oder in einem Fall ein Google Sheets-Dokument. Ja, wobei ich sagen muss, das Numbers-Icon schaut trotzdem nett aus. Ist halt das müsste zum Beispiel nicht dran mehr. Ein angedeutetes Balkendiagramm.
Na, schaut auch nicht aus. Ich hab das nicht. Okay. Ja, ist okay, aber irgendwie nicht so rund wie das von Google. Ich weiß nicht warum. Es fehlt irgendwie so dieses Esprit, was es früher mal gegeben hat. Ja, und was wir halt in Android 15 noch drin haben, sind so weitere AI-Features mit beim Audio störende Geräusche entfernen, wie Wind und dann laute Menschenmengen, Astrofotografie-Funktion, die haben wir eh schon, Thermometer-App und so weiter und so fort. Also sieht man, mit der Thermometer-App auf dem Pixel 8 Pro können Nutzer die Kamera verwenden, um genau das zu fokussieren, was man messen möchte. Verwendet den Sucher, um Temperaturwerte auf fast jeder Oberfläche zu erhalten. Das finde ich ein geiles Feature. Kannst mit dem Teil kannst Temperatur messen. Das glaube ich ist aber in Android schon oder im Pixel ziemlich lang drin. Ah, okay. Das finde ich aber wirklich cool. Ich meine, ist glaube ich nicht hundertprozentig genau, aber. Na, ist es auch nicht. Aber ist da Maßband, wie heißt es denn? Wie heißt es denn auf Englisch? Das kann ja das iPhone, mit dem iPhone kannst du Längen messen. Und das funktioniert das funktioniert nämlich auch ganz gut über einen LiDAR-Sensor. Nein, nicht über einen LiDAR-Sensor. Das machst du mit der Hintern, nein, das machst du mit der Hinternkamera. Das funktioniert, glaube ich, sogar ein bisschen über einen LiDAR-Sensor. Hat das iPhone hinten auch einen LiDAR-Sensor drin auf die Hintern? Das iPhone hat nur hinten einen LiDAR-Sensor. Ja, und fürs Face, oder? Fürs Face ID. Ah, Face ID hat Infrarot, Entschuldigung. Okay, LiDAR hast du nur hinten. Ja, genau. Und da kannst du mit dem iPhone eben die Maßband-App verwenden, die auch ziemlich cool ist, um Sachen zu messen. Und das ist, muss ich sagen, echt fast. Es ist nicht Millimeter genau, aber es ist recht Zentimeter genau. Also das habe ich schon oft verwendet. Einfach nur um grob was zu messen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie monkesque du unterwegs bist. Weil? Ja, du musst halt schon genau dann sein. Also du musst selber genau sein. Ja. Also du kannst das nicht auch so sagen, ja, so tak, 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 und dann machst du die drei Punkteln dahin. Nein, das geht nicht. Nein, man muss schon genau messen, was man will, ja. Wobei man nur auch sagen muss, es snappt aber ein. Also ich habe mal von einer Wand bis zur Sandkiste was vermessen im Garten draußen und sobald die Sandkiste zu sehen war, hat es eingesnappt auf der Sandkiste. Also du hast noch an die Kamera ein bisschen mehr bewegen müssen, dass er wieder wegsnappt, weil er genau, weil es gemerkt hat, extrem hoher Kontrastunterschied, möglicherweise will er bis dahin messen. Ja. Ja, ist cool. Ja, jedenfalls Android 15 ist da. Wir sind immer so ganz so abgeneigt. Aber kaufen würde ich es halt trotzdem nicht so. Ich will nicht mehr migrieren. Ich bin zu alt für sowas. Ja, sag das nicht. Ich schließe sowas eigentlich nicht mehr aus. Nein, aber ich bin trotzdem zu alt. Ich sage auch nach wie vor, was Windows mit den ganzen Copilot und so, die haben schon abgeliefert das Jahr. Ja. Also da ist Apple bisher, vor allem in Europa, kriegst du nichts davon. Ich wüsste aber nicht, ob ich jemals wieder zu Windows wechseln würde als Arbeitsumgebung. Nachher eher noch zu einem Linux oder zu Chromebook. Chrome OS. Chromebook, ja. ich denke mal so eigentlich für... Ich meine, Chrome OS macht dann wirklich Sinn, wenn jetzt irgendwo einen fixen Rechner stehen hättest und dann sagst du so als Zweitgerät so ein Chromebook. Ich meine, für die wahrscheinlich die Hölle, weil du alles von Google benutzen musst. Also du bist halt dann auf Google Docs etc. angewiesen. Also das, aber ja, das sind halt die Geschichten. Aber so ein Sprint ist keine schlechte Sache. Gut. Kehren wir zum nächsten Thema. Leider kann ich das nicht mehr lesen. Ich weiß nicht, warum ich das habe lesen können, aber ich kann es nicht mehr lesen. Ah. Siehst du es zufällig? Nee. War nämlich relativ interessant von so jemand, der da so ein Pionier im Bereich der AI ist und der hat halt so in etwa geschrieben, also AI ist dümmer als eine Katze.
Ja. Weil AI quasi diese Tools, was wir benutzen, diese Large Language Models, die sind relativ gut darin, uns vorzutäuschen, es denkt. Genau, Und im ja. Endeffekt ist es, er prognostiziert in nächsten Buchstaben eigentlich. Ja, genau, das machen Und das Large wirkt halt Language so. Models. Und der ist also sozusagen eigentlich führend dafür, das ist der Senior Researcher auch bei der Meta-Plattform. Also der ist auch bei den ganzen Dingen dabei. Und das ist was super interessant zu lesen. Ich kann es jetzt leider nicht mehr so gut zusammenfassen, weil ich den Artikel nicht mehr habe. Ja, ist gut. Vielleicht ist er irgendwann wieder hinter der Paywall weg. Oder vielleicht findet ihr noch Ja, also, eine aber Möglichkeit, den zu unpaywallen. er sagt ja eben, also so kurz zusammengefasst, er sagt, es wird eigentlich für ihn dramatisch überschätzt, was das Ding kann. Es ist schon hilfreich und es ist super spannend und Ja. interessant und er beschäftigt sich sein halbes Leben damit. Aber er sagt, es ist einfach, dass vieles einfach kompletter Bullshit ist. Ja, okay. Ja, wie du gesagt hast, ist so ein ChatGPT prognostiziert den nächsten Buchstaben eigentlich die ganze Zeit und das Richtig. halt schnell. Das schnell und gut. Aber es denkt nicht. Nein, es kann nicht denken. Es kann nicht denken, ganz einfach. Weil man da eh grad. Ah, und auch, was ich da vielleicht dazu sagen möchte, weil ich da in letzter Zeit einmal probiert habe, wenn jemand so Google Gemini schon abgeschrieben hat im Vergleich zu ChatGPT, ich würde der Sache nochmal eine Chance geben. Google Gemini. Ja, ist nämlich, ich weiß nicht, ob die ein Update gebracht haben, aber das Ding ist mittlerweile in gewisse Dinge ChatGPT echt meiner Meinung nach überlegen. Ah, okay. Gut. Okay. Also man soll Google da nie zu früh abschreiben. Na, das kann schon sein. Das wird schon passen, ja. Das ich zweifle jetzt nicht dran, dass die Abos auf die Reihe bringen. Sie haben schon auch ein bisschen das Geld und das Know-how. Warum nicht? Sicher. Was mir jetzt eh zu dem Notebook LM bringt, nämlich von Google, das ist auch eine Ansammlung von unterschiedlichsten Algorithmen. Und wie soll man es erklären? Notebook LM liest Inhalte aus PDF-Dokumenten, aus Webseiten, aus Videos, aus Podcasts mit Audio Description, also mit Transcription, aus YouTube-Videos mit Transcriptions, 100-seitige PDF-Dokumente und so weiter und so fort. Das liest ein, es analysiert den Text. Ah, scheiße. Und macht daraus einen Podcast. Beziehungsweise, es klingt am Ende wie ein Podcast, nämlich ein Mann und eine Frau unterhalten sich über den Inhalt, den du zusammengefasst haben willst. Und sprachlich so einer extrem natürlichen Art und Weise, die fallen sich gegenseitig ins Wort. Kommentieren das mit persönlichen Gefühlen oder Ansichten und es ist richtig, richtig gut. Und das ist halt der aktuelle Stand, wenn es nicht zu, es ist momentan noch ein bisschen zu amerikanisch nicht vom Sprachgefühl her, sondern von der Art und Weise, wie es präsentiert wird. So, awesome. Ja, ich meine, das ist klar, es ist halt mit sowas trainiert worden. Ja, genau. Und keine Ahnung, wenn ihr jetzt dort zum Beispiel unsere Webseite www brauchen wir nicht, techtelmechtel-podcast.at einschmeißt, dann macht der instant schon einmal eine Zusammenfassung für Google ganz einfach, weil sie ja die Webseite schon einmal indiziert haben und eh generell schon einmal eine Werte haben. Dann sagt er, ja, der Text stellt den Techtelmechtel-Podcast vor, einen Podcast aus Osttirol, der sich mit aktuellen Themen aus der Welt der Technik beschäftigt. Der Podcast behandelt eine breite Palette an Themen, von Gaming, Konsolen, über neue Smartphones bis hin zu künstlicher Intelligenz, Augmented Reality, bla bla bla. Der Podcast wird von einem Team aus zwei Osttiroler
Technikenthusiasten betrieben, 1,5, sagen wir, oder? Und ist in einem humorvollen und informativen Ton gehalten. Das ist jetzt schon einmal die erste Information, die Google da generiert. Und wenn man sich jetzt dieses Audio generiert, das dauert nachher abhängig vom Input ein paar Minuten, kann man sich das runterladen und anhören. Und es ist, muss ich halt sagen, richtig, richtig gut. Es ist fast schon beängstigend gut, sagen wir so. Ich habe das nachher nochmal mit ein paar Wikipedia-Artikel gemacht, wo ich mir gedacht habe, das könnte interessant sein. Das lasse ich mal zusammenfassen. Mhm. Es ist sehr gut. Ein extrem langer Wikipedia-Artikel zusammenkomprimiert auf 10 Minuten Unterhaltung. Und ich habe verstanden, um was es gegangen ist. Ja, mir fällt gerade auf, haben wir ein neues Website-Design bei Techtelmechtel. Ja, ich habe ein bisschen was überarbeitet, um ein bisschen den Dings dem Algorithmus ein bisschen mehr zu entsprechen, da ein paar mehr Informationen über vergangene Episoden und so weiter. Direkt auf der Startseite. Das wirkt ja wie das alte, wie hat dieses Tool für Twitter geheißen, weil man diese Ansicht so in etwa hat. Welches? Dieses Tweet-Deck oder Tweet-Deck. Wie hat das Ding? Ja, genau. Ja, genau. Hat so irgendwas. Ja, ich hab mal gedacht, aktuelle Episode macht jetzt 2/3 vom Bildschirm aus und ist in blau gehalten. Da ist die aktuelle Episode. Der Videomitschnitt ist gleich oben recht prominent gehalten, weil für den geht man meistens auf die Webseite. Der Player ist dann weiter drunter und auf der anderen Seite sind noch an die anderen Artikel. Und das skaliert jetzt deutlich besser auf 4K, 2K und Handy-Displays. Eieieiei. Also du kannst deine Kritik gerne an mir richten. Ich habe noch nicht alle Seiten überarbeitet, aber... Ist voll okay. Finde ich sogar... Ich habe es farblich jetzt ein bisschen unterschieden, wo die aktuelle Episode ist in blau gehalten und die älteren Episoden haben da dann Duotone, also bist du so Lime-Grün. Du hast die an Google orientiert. Ja. Ich hab versucht, es ein bisschen anders zu. Das Material Design, ich weiß noch von Google, das haben am Anfang echt viel Leute gekostet. Ja. Aber das war, finde ich, von Anfang an, was die halt super gut gemacht haben. Diese leichten Farbnuancen, wo du sofort gewusst hast, in welcher Menüebene du drin bist. Genau, an dem habe ich mich ein bisschen orientiert. Ja. Will die aktuelle Episode will ich prominenter gestalten, breiter und farblich anders als ältere Episoden. Und wenn man ein bisschen weiter oben scrollt, unten die Blogs sind mit Schwarz-Weiß-Bildern und mit dem Titel verblockt. Also es ist noch ein bisschen was zu tun, Notizen und weiterführende Links habe ich komischerweise an Margin drinnen und bei den Links, also das schließt nicht mehr bündig ab mit dem Titel davor. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die ich noch überarbeiten muss. Beim Player fällt der Play-Button, also ist Icon für den Play-Button. Aber sonst, ja, ich habe mir ein bisschen was überlegt die letzten Tage. So, Unterhaltung wird erstellt. Das wollte ich jetzt eigentlich noch einspielen. Aber du kannst ja derweil einmal zum nächsten Thema gehen, dann kann ihr... Wo sei mir jetzt stehen geblieben? Jetzt sind wir bei Notebook LM, also dem... Okay, dann bin ich jetzt mit dem nächsten. Ja. Ich weiß persönlich noch nicht, ob ich es genial oder furchtbar finde jetzt an. Ah, du hast es schon reingeschrieben. Ja, habe ich. Und zwar Samsung hat einerseits eine super interessante Idee. Jeder kennt ja bei diesen Smartphones diese Menüs, wo du nichts findest. Oder ja. Generell, Menüs haben ja mittlerweile so viele Funktionen, dass du überhaupt nichts findest, was du suchst. Ja. Das heißt, du musst ja sowieso eigentlich fast meistens die Suche betätigen. Genau. Und Google oder Samsung hat jetzt die Idee, ob es dann so weit kommt zu sagen, warum tut man denn das Menü überhaupt nicht ganz weg und du fragst einfach die KI, welche Funktion du haben willst? Ah! Also das heißt, du sagst dann einfach ich möchte meinen Desktop-Hintergrund ändern oder meinen Bildschirm-Hintergrund. Aber ich will nicht die ganze Zeit was einsagen. Die Frage ist halt, wie oft nutzest du das Menü? Ständig. Settings ständig. Was tust du da dauernd drin?
Sachen umstellen, DNS-Server umstellen. Wenn einmal eine Webseite zum Beispiel sich mit meinem, ich habe einen DNS-Server, habe ich ja hinterlegt, wie heißt es, den einen Service, der mir Werbung schon auserfüllt hat. Wenn eine Webseite jetzt zum Beispiel nicht geht, muss ich in die Settings eine, damit ich den wieder auf automatisch umstelle. Es gibt nämlich leider keinen Shortcut für das Menü, aber heute bin ich draufgekommen, ich kann einen Shortcut bauen für das Menü. Ja. Generell Settings, ja, eigentlich glaube ich schon recht häufig, dass ich da bei einer App was nachschaue oder Berechtigungen ändere. Also so selten ist es nicht. Also Ich weiß es nicht, lass keine es auch Ahnung. fünfmal in Tag sein, dass ich da eine schaue. Bin ich Ja, mir dann ist sicher. lästig, okay. Ja. Aber so für gewisse Sachen, ich meine, es wäre zumindest cool, also ich glaube, ich hätte Settings-Menü gern noch da. Aber es gab halt schon so gewisse Sachen, wo ich mir jetzt denke, weil eigentlich würde mir das jetzt ausreichen, wenn ich das wenn ich das einfach einsagen könnte. Hey Siri, ändere das Hintergrundbild. Ah, tut mir leid, kann ich dir nicht helfen? Ja, Zum Beispiel, es war jetzt eine Sache, wo man denkt, wäre okay. nicht Ja. unpraktisch. Weil bevor ich jetzt lang danach suche. Ja. Alles überladen. Jetzt werden wir geschwind den Alex was schicken. Damit sich der Alex das auch anhören kann. Ich schicke dir jetzt eine Datei. Ja. Die könntest du bei dir parallel abspielen, während ich sie da jetzt start. Dann würde ich nämlich jetzt einmal kurz das Ergebnis von Notebook LM einspielen. Ja, das und was soll ich jetzt einfach tun? Einfach auf Play drücken. Ja, du kannst bei dir auf Play drücken, wenn ich sage Play, dann hörst du es auch noch an, damit du Ach weißt, so, worüber ich rede, okay. deswegen. Weil Ah, du hörst okay. das Audio jetzt nicht, was ich, hörst du das? Nein, das hörst du, glaube ich, nicht mehr. Na, das höre ich nicht. Okay, ich starte es einmal. You know, sometimes we get these source materials and they really shake things up a bit. Oh, you mean like starting off with a dystopian movie trailer instead of a typical intro? Exactly. This Techtelmechtel deep dive, or I guess their actual podcast episode, really went for the dramatic approach. Well, they do dive into some pretty serious topics this time around. It's a clever way to set the tone, I think. Makes you really pay attention. It definitely hooked me. So, ready to get into it. We've got privacy concerns with seemingly harmless tech, Es ist nach wie big vor, moves in ich the finde gaming das so industry, gut, das Zeug. and AI advancements that feel straight out of science Es fiction, ist but maybe not in a good way. Let's do es it. ist für I'm mich nach wie particularly vor interested in that verblüffend, wie segment das about geht. the Also, das digital ist einfach sanitary Magie. machines. I mean, who knew public restrooms would become a hotbed of data privacy Ja, ich debates? glaube, Right? jetzt hat es, glaube ich, jeder mitgekriegt, wie es Ja. funktioniert. Ja, es ist richtig, richtig cool. Es ist echt gut. Also das muss ich wirklich sagen. Es ist richtig gut. Ich werde das auch in die Shownotes einhauen, den Link, dann kann man sich das so einmal anhören. Ah, den kann man nämlich freigeben. Okay. Ja, es ist richtig, richtig gut. Also, ich hab das auch bei uns in der Firma probiert. Wir haben ja für unsere Software gibt es ja ein Manual, ich glaube in ausgedruckter Form. Geht das wahrscheinlich Richtung 1500 Seiten? Deswegen ist es ja ein Online-Manual und ich habe das erste Kapitel, nämlich den Quick Start oder Quick Reference, wo die wichtigsten Punkte unserer Software drinnen sind, mit dem Setup, mit dem Lizenzieren, Ersteinrichtung. Es hat als PDF ausgerechnet knapp 100 Seiten. Das habe ich da auch mal eingekaut und da ist wirklich ein 20-minütiger Podcast ausgekommen, wo sie sich über Software führen. Prepress, also für die Druckvorstufe und fürs Übermitteln an die Großdrucker unterhalten und über die Software eingehen und sagen, ja, und das kann die Software auch und das kann die Software auch und so weiter und so fort. Als würden sie sich auskennen und das mit anderer Software auch noch irgendwie vergleichen. Ja. Stellen auf einmal irgendwelche Sachen als herausragende Produkteigenschaften dar, die aber eigentlich Standard sind. In unserem Business zum Beispiel. Aber halt nicht Standard für deinen Heimdrucker. Und Richtig, richtig, möglicherweise haben ja. sie das jetzt von den Informationen her verglichen mit so einem Brother-Drucker für daheim. Aber es ist trotzdem echt interessant zum Zuhören. Also spannend. Gut. Ja, gehen wir wieder zurück zum Samsung.
Zum Samsung. Genau. Ja, das ist es eigentlich schon. Also es ist jetzt ja nicht mehr, es steckt ja nicht wahnsinnig mehr Informationen drin. Man, KI ist sowieso schon bei so, selbst wenn du auf der Tastatur schreibst, ist ja eh schon drin. Mhm. Aber ich finde die Idee nach wie vor, es ist zumindest nicht blöd. Nein. Ich finde es nicht schlecht und das auf vorausschauende, einfachere, auf Worte, mit Worten funktionierende Bedienung von einem technischen Device ist ja eigentlich etwas, was ich mir seit das erste Mal Star Trek Next Generation TNG gesehen habe, wünsche. Ich will mit meinem Computer genau so reden. Ich will mit natürlichem Text, mit natürlicher Sprache meinem Computer was sagen und er soll mir die Antwort genau liefern. Das will ich aber haben. Ich möchte es halt natürlich nicht wie bei manchen Autos dann wirklich haben, dass ich reden muss und sage, bitte stell mir die Klimaanlage 3 Grad das wärmer. Ist genau das Problem, was man mit Alexa hat. Ja, sie geht jetzt ein. Oder mit Siri. Sie geht nicht ein. Natürlich nicht. Das nein, du musst ja Hey Siri sagen. Nein, ich habe es mittlerweile auf Siri geändert. Echt? Also ja. Warte mal. Hey Siri. Danke. Gern geschehen. Siri? Hey Siri? Ah. Danke. Okay, eigentlich hätte ich es schon mal umgestellt gehabt, weil man kann mittlerweile... Du siehst, wie gescheit die ist. Ja. Ja, eben, genau das ist es. Ich will mit meinen Devices eben mit natürlicher Sprache reden. Okay, hätte es also Settings-Menü nur noch dahinter zu verbergen, nein, war es blöd, also, weil es gibt Situationen, wo du nicht reden kannst und da Einstellungen ändern willst. Genau, das ist okay. Ich sage aber, für gewisse Funktionen muss ich ehrlich sagen, weil ich verwende sowieso die Suche, dann ja, kann ich gleich das verwenden. Aber das ist genau das, wo ich gerade sagen wollte. Was ich beim iPhone mache und was ich auch beim Mac mache. Beim Mac ist es Command Space. Spotlight. Ich tippe die ersten 3 Buchstaben ein, kriege, was ich will. Ob meine App, meine Settings, was auch immer. Beim iPhone mache ich genau das. Ich bin auf dem Homescreen, ziehe aber, tippe die ersten 3 Buchstaben. Was aber beim iPhone Katastrophe ist, zum Beispiel das, was ich davor angesprochen habe, den DNS-Server ändern. Der ist in VPN und Device Management und hat drinnen einen eigenen Button, der heißt ja, DNS. Richtig. DNS. Richtig. Jetzt gebe ich den ein, ja. Gib in der Suche ein, DNS, kriege ich nichts. Ja. Kriege kein kann Ergebnis. Passieren. Ja. Na, und da wäre es halt gleich, wenn ihr einfach sagen könnt, dann hey, ich möchte das und das ändern, bring mich zum richtigen Menüpunkt. Genau, ja. Und das ist ja, wenn ich was anders zum Beispiel, wie jetzt davor, wie kann ich die Icon-Farbe bei iOS ändern? Das drücke ich drauf, sage ja, ich möchte die Icon-Farbe da ändern, dass die jetzt in grün sein, bring mich zu dem Punkt bitte. Ja. Weil dann, sonst muss ich ja auch googeln oder irgendwas, wenn ich die nicht fragen kann, jetzt in dem Fall, weil du es gewusst hast. Und dann denke ich mir, ja, dann machen wir es halt gleich so. Ja. Ist eh schon wurscht. Und du bist extrem drauf trainiert, wenn du mit Siri sprichst oder wenn du es brauchst, die Vorgaben zu nutzen, wie du mit ihr zu sprechen hast. Aber du kannst nicht irgendwie in natürlicher Sprache sagen, was du willst. Ich muss zum Beispiel immer sagen, spiel das auf Spotify. Ich muss immer Spotify dazu sagen, weil sonst versucht es ein Apple Music zu machen, wobei ich aber keinen Apple Music Account habe. Das verstehe. Ja. Das, also das kann ich nachvollziehen, warum sie das machen. Ja. Na. Die Intelligenz müsste schon da sein. Aber ja. Die ist schon da, die wählen aber, dass du wechselst. Ja. Ja, gut. Okay. Point taken. Wahrscheinlich in Zukunft, wenn Siri so gescheit ist, dass sie das kann, wird sie das sagen, ich weiß nicht, ich mag das nicht aufmachen, du solltest lieber wechseln. Ja.
Dann haben wir noch was bei den AI-Picks. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich das eine kopiert oder hast du das eine kopiert? Weil mir sagt ich glaube, du hast es zuerst gehabt, ich habe es auch eine kopiert und dann habe ich meins weggetan. Passkeys? Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich da sagen wollte. Du wolltest das sagen, dass man mittlerweile Passkeys, dass daran gearbeitet wird, dass man die zwischen Geräten oder auch zwischen den teilen kann. Ja, genau. Also zwischen Anwendungen eigentlich. Das war das, ja genau. Das ist ja jetzt bei Passkeys, genau. Passkeys war ja so vorher ein bisschen die Angst, dass es jetzt limitiert ist quasi auf ein Ökosystem, auf das man sich einmal festgelegt hat. Also war's entweder auch. Google oder Apple. Ja, war es auch. Ja. Aber jetzt hast du eben die Möglichkeit mit, wie heißt es, über unterstützte Apps und so weiter zwischen deine Passkeys zu übertragen. Genau. Genau. Genau, so war das. Ja, wobei ich sagen muss, die Woche muss es ein bisschen Probleme gegeben haben. Ich glaube, irgendwo bei der Apple-Infrastruktur, weil teilweise Passkeys gar nicht angenommen worden sind. Mhm. Ist mir aufgefallen. Ein paar Mal bei sicher ein, zweimal den Tag mit dem Authentifizieren hat sich einfach nichts getan. Mein Touch-ID ist akzeptiert worden, das war's. Aber die Server haben wahrscheinlich nicht richtig drauf geantwortet. Und das ist mal passiert, sowohl bei iCloud als auch bei einem Drittanbieterdienst, wo ich einen Passkey verwendet. In Apple Login, also du kannst ja Apple Login verwenden. Mhm. Auch bei manchen Drittanbieterseiten und das hat nicht funktioniert. Das war sehr interessant. Okay. Ja, komisch. Aber ja, jetzt funktioniert es wohl wieder. Gut. Dann. Ja, da habe ich jetzt nichts drinnen gehabt. Da bist jetzt eigentlich dann auch wieder du dran. Ja, dann kommen wir mal zu den Autopicks. Das ist ja mittlerweile, hat sich das herausgestellt, dass wir sehr oft über Autos reden. Ich habe übrigens, wollte auch die gleichen reinkopieren. Ja, okay. Echt? Ja, ja. Es ist momentan wirklich nur vor allem Renault, was abliefert. Und wir kennen es ja jetzt einmal einfach einmal. Machen wir es in chronologischer Reihenfolge. Fangen wir mit dem Renault Twingo an. Chronologische Reihenfolge? Ich hätte ja, jetzt eher von der Größe her hätte ich jetzt. Nein, weil nachher kommt 4 und 5 dann noch. Aha, okay, passt. Obwohl 4 und 5 wieder unlogisch ist, von der Sicht her, aber okay. Ja, jedenfalls, Renault hat 3 Autos vorgestellt jetzt in den letzten Wochen. Und starten wir mal mit dem kleinsten und mit dem voraussichtlich günstigsten. Renault legt den Twingo neu auf, ja. Wo man sagen muss, der war damals schon hässlich. Die neue Version schaut zumindest nicht ganz so schlimm aus. Das ist aber wurscht bei dem Auto gewesen. Das war einfach ein kleines, kompaktes Stadtauto. Fertig. Genau, ja, stimmt. Und ja. Wie gesagt, beim Auto, man sitzt drin und von wie es außen ausschaut, ist ziemlich wurscht. Der neue Twingo gefällt mir aber zumindest optisch von außen auch ganz gut. Es ist ein Kompaktauto. Geplant ist, dass der unter 20.000 Euro kosten soll. Man wird jetzt reichweitenmäßig und von der Beschleunigung darf man sich jetzt keine großen Sprünge erwarten. Aber das dürfte, wenn sie den Preis halten können, und das sage ich jetzt bei jedem Auto dazu, wenn sie den Preis halten können, dürfte der neue Twingo E-Auto System Seller werden, weil das ist wieder das perfekte Stadtauto. Klein, praktisch, elektrisch. Das wäre sogar für die das perfekte Pendelauto. Ah, das wahrscheinlich, ja. Ja, das, weil das reicht locker. Wie gesagt, lassen wir es einmal auf die Keyspecs ankommen, Reichweite und Beschleunigung. Man darf nicht vergessen, ich muss über den Berg auf, ich das saugt einen Akku ziemlich schnell leer. Ja, ja, aber das ist jetzt... Wenn er Richtung 250 Kilometer kommt, können wir schon drüber reden, ja? Das wird das sicher hinkommen. Ja, also da bin ich mal gespannt. Also im Automobilsalon Paris haben sie jetzt zumindest einen Prototyp einmal vorgestellt. Und der dürfte in 2 Jahren auf den Markt kommen. Ja, der wird sich sicher gut verkaufen, wenn er um den Preis kommt.
Danach haben sie, also davor haben sie den Renault 4 vorgestellt. Das ist quasi die elektrische Variante vom klassischen 4er Renault. Der ist größer das ist als der. Der ist, glaube ich, so groß, ich habe es nämlich nachgeschaut, der ist so groß wie der jetzige Captur. Also das ist die höher gestellte Variante vom Clio. Ja. Also ist ein bisschen größer. Also das ist schon eigentlich dann ein Familienauto, kann ich sagen. Ja, ein kompaktes Familienauto, ja. Ich glaube, ja. Der hat so grob von den Abmessungen her, geht es Richtung Hyundai Kona, oder? Wenn ich mir jetzt, ich habe nämlich ja, ein bisschen sowas nachgeschaut. In die Richtung. So in die Richtung. Also wie will man das nennen? Es ist ein Crossover Mini-SUV, könnte man fast sagen. Ja, so wie der Captur. Captur, ja genau. Ja. Aber von der Größe her nicht so extrem ausladend. Innen und außen optisch ansprechend. Recht modern außen drum und dran. Und der soll, das ist so quasi der nächst größere Modell vom Twingo weg. Für wo man sagen kann, das kann man als Familie nutzen mit zwei Kindern. Man hat trotzdem Platz, man bringt zwei Kinder unter und hat trotzdem genau, Platz im Kofferraum. Man kann eigentlich die Überleitung machen, es ist die höher gestellte und ein bisschen geräumigere Version von dem, was wir als nächstes vorstellen. Genau, ja, genau. Und das mit knapp 400 Kilometer Reichweite ist so der Plan. Und der soll irgendwas bei den 25.000 Euro kosten, habe ich in einem Online-Artikel gelesen, so in der Richtung. Also unter 25, glaube ich, war es gedacht, wenn es mir jetzt nicht täuscht, oder? Der wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, genau, denke ich. Du bist beim 5er, der soll um das kosten. Ja, warte mal, jetzt schaue ich schnell nach, was irgendein Artikel habe ich da drin gehabt. Ah, okay, stimmt, Entschuldigung, ja, da R4 unter 30. Soll ja. Zumindest unter 30. Und dann haben wir den nächsten, und du weißt ja nicht, ob wir den schon in der letzten Sendung besprochen, ist egal. Den haben wir, glaube ich, öfter schon gehabt. Ja, sogar. Genau, den haben wir schon öfter gehabt. Genau, und das ist der Renault 5, knapp 150 PS. Reichweitenmäßig soll es auch so Richtung 400 Kilometer gehen. Oder? Ja, genau, richtig. Ja, 400 Kilometer. 410, ja, 410 steht da, aber ist ja WLTP, man muss immer so ungefähr 10-15% abziehen. Das rechnen wir realistisch bei den 350 Kilometer Reichweite. Das ist quasi die etwas kleinere Version vom Renault 4. Ein kompakter. Genau. Ein kompakter. Das wäre für mich das Pendelauto schlechthin. Ich glaube, dir tat es der Clio schon. Der Twingo heißt der, Entschuldige. Ja, aber der wäre es schlechthin. Natürlich, der Clio wird, der Twingo. Ich sage immer Clio. Clio, komisch, gell? Ja. Der Twingo wird schon gehen, aber wenn man denkt, für, keine Ahnung, 5.000 Euro Aufpreis, hast du noch doch ein bisschen mehr Platz, warum nicht? Und der schaut zudem auch noch richtig, richtig schick aus. Wie gesagt, man sitzt hier drinnen. Aber das ist sowieso was Schönes bei französischen Autoherstellern. Sie können echt schöne und bequeme Innenräume bauen. Ja, das kennen die, ja. Mhm. Das kennen die, weil die wissen einfach, dieses Auto wird gebaut für das kennen sie fertig. Ja, und das stimmt, Französische Autos, nehmen wir Renault, Peugeot und Citroën, sind äußerlich selten Schönheiten, aber innen fühlt man sich wohl in den Autos. Immer schon. Die haben immer schon mehr auf den Innenraum Wert gelegt. Wie ich meine, Ergonomie ist dafür eine andere Geschichte. Das ist wieder was anderes. Ja, das ist teilweise schräg, aber okay. Ja, haben wir ein paar schräge Ideen teilweise, ja. Zumindest hat das Auto Charakter. Ja. Aber jedenfalls, das ist der Renault 5 E-Tech. Und ja, eben, der wird mir gefallen. Also mit einem kleinen Akku soll er unter 25.000 Euro kosten und mit der großen Version um die 32.000. Also mich wundert ja persönlich, dass von Renault auch jetzt schon nicht mehr E-Autos unterwegs sind, weil es ist ja jetzt auch der Megane E-Tech und der Scenic E-Tech. Also, eigentlich sind das keine schlechten Autos. Ja, vielleicht haben sie ein bisschen gebraucht. Man kann nicht von gestern auf morgen irgendein E-Auto ausballern.
Nein, aber die gibt's ja schon länger. Ja, aber du meinst, warum sie nicht schon früher auf die Nein, kompakteren Klassen ich umgestiegen meine, sind, oder? warum so wenig Leute die fahren? Ich sehe das so selten auf der Straße. Ja, Das meine ich. in Österreich ist es so, französisches Auto hat keine Qualität, kauft man nicht. Also das ist zumindest das, was man so hört. Du, ich meine, was ist ein Auto, was funktioniert dauernd? Ist ja langweilig. Ja, aber es ist schon so, die Pannenstatistiken haben halt prinzipiell früher so in den 90ern gegen französische Autos gesprochen. Oder auch gegen so, oder und die Roststatistiken haben in den 90ern auch gegen einen Opel gesprochen oder gegen einen Fiat. Das sind halt so Informationen, an denen haltet man sich jetzt im Jahr 2024 auch immer noch fest. Da sagt man, die zuverlässigsten Autos sind ein Volkswagen. Wenn man sich jetzt die Pannenstatistiken anschaut, wo die meisten daraus bestehen, dass es Softwarefehlern gibt, kann man mehrfach raten, welche Marke da die Pannenstatistik anführt. Tja. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, Fiat stimmt. Fiat hat, obwohl man auch sagen muss, ich meine, Fiat kehrt ja mittlerweile, also ist ja ein riesiges Land, ist ein Ja, Riesenkonzern. das ist Also riesig. da gehört ja Jeep und das auch alles dazu. Ja. Also wenn jemand einen Jeep fährt, kann ich auch sagen, er fährt eigentlich einen Fiat. Ja. Also das ist mittlerweile egal. Fiat hat halt, man mittlerweile hat halt Fiat sehr viel so Lifestyle-Kisten. Ah. Also der 500 Elektro ist zwar cool, aber halt richtig teuer. Ja, das stimmt. Aber ja, und sonst da, ich meine, aber ja, na, Renault hat da schon einiges, was sie sagen muss. Ja, finde ich cool. Also haben schon abgeliefert was. Und jetzt habe ich es gerade offen, also die Pannenstatistiken, also ich verstehe die Liste nicht da beim ÖMTC. Warte mal ganz kurz. Bitte. Ich verstehe die Liste nicht. A VW ID4 auf Platz 1 mit einem Punkt. Also sehr Das niedrig. ist noch das Beste, das ist das Beste, ja. Das widerspricht aber dem, was sie unlängst immer gelesen habe. Na gut, der ADAC hat die gleichen Werte. Also ich schätze, das dürfte schon stimmen. Ja, aber gerade der ID4 hatte die größten Softwareprobleme. Naja, Softwareproblem, ist es eine Panne oder ist es lei, ja, dass halt sagst, irgendwas funktioniert halt ein bisschen komisch. Na, 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 schon richtige Softwareprobleme. Ja, was ist ein richtig Softwareproblem? Dass du die Ladeklappe nicht öffnen kannst. Wegen der Ja, Software. die Du kriegst kannst schon out. irgendwie. Kriegst nicht Das auf. startet halt siebenmal neu. Ja, na, da war aber. Ich finde. Untere Mittelklasse. Besten Also, BMW ganz vorne. Audi okayisch. Mittelklasse. Seat Cupra oder Cupra recht weit vorne. Mittelklasse. Mittelklasse. Obere Mittelklasse. BMW ganz vorne. Audi auch gut. Mercedes auch gut. Ford. Tuneo schlecht und Ford Ranger ganz schlecht. Ja, okay. Ich muss mal die Liste fürs nächste Mal aussuchen. Oder fürs übernächste Mal. Okay. ja, und du musst, glaube ich, du musst den Hass gegenüber VW ausblenden. Ja, eh. Eh. Das ist, wenn sowas, das, Nein, weil es ist kein Hass, es ist Verachtung. es ist purer Hass. Nein, es ist Verachtung. Weil sich der Konzern seit Jahren auf den Lorbeeren ausruht und nichts weiterbringt. Ja, man, die haben halt ein Ziel gehabt. Was denn? Größter Automobilhersteller der Welt zu Ja, das haben sie erreicht. Jetzt haben sie nichts mehr zu verlieren. werden. Und sie arbeiten stark dran.
Gut. Ja, ja. Ich mein, gut, das passt. Haben wir noch vier Sachen. Themen passen da eh komischerweise gut zusammen. Ja. Amazon hat neue Kindles vorgestellt. Es gibt jetzt sogar das erste Mal einen, der ein Farbdisplay hat. Ja, warte, jetzt müssen wir schnell. Ich habe was vergessen. Ich habe die Links vergessen, eine kopieren. Ja, red einmal. Und es gibt jetzt auch kein Kindle mehr mit Button. Also mittlerweile ist jetzt alles Display. Also das haben sie jetzt auch geändert endlich. Also es gibt wieder einen neuen kleinen Kindle mit der Standard Kindle, der fängt so bei $110 oder €110 dann wahrscheinlich an. Dann Paperwhite fängt so ab $160 an und nachher gibt es noch den Colorsoft, der kostet $280. Mhm. Und dann gibt es halt noch den Kindle Scribe, den gibt es natürlich auch noch. Und der ist der teuerste mit 400. Jetzt freue ich mich, sie haben keinen Button mehr. Was für ein Button? Manche da hast du früher so bei manchen Modellen hast du die Seite nur mit einem Button gewechselt. Ja, aber das ist ja schon ganz lang her, oder? Ja, ja, aber Kindle, Amazon also, hat da noch einen gehabt. Ich glaube, der Osiris oder sowas hat das noch gehabt. Ach so, das kann sein, weil ich habe ja auch einen Paperwhite. Weil der ist jetzt auch schon 4-5 Jahre alt, glaube ich. Aber der hat nur noch einen Ein- und Ausschaltknopf. Das ist der einzige Button. Das, den er hat. Ja, genau. Und ich glaube, das wollte Amazon jetzt in der ganzen Produktreihe so haben. Okay. Sonst, ja, ich meine, wenn sich jemand für sowas interessiert, nachschauen. Ich meine, das Einzige, was ich cool finde, ist halt wirklich die Farbvariante. Mm. Aber ja. Es bleibt halt also E-Ink-Display mit Farbe, ist natürlich nicht so farbenfroh wie LCD oder AMOLED. AMOLED. Sicher. Aber ist ganz cool, wenn du zum Beispiel viel Comics liest. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Genau. Mhm, genau, da macht es voll Sinn. Ja, mache ich nicht. Mein Paperwhite ist doch vollkommen ausreichend. Hast du ein Kindle oder so? Nutzt du so? Nein, ich bin noch klassisch unterwegs. Ich lese Bücher und habe Hörbücher. Ja, ja, ich lese ja auch Bücher, aber halt am Kindle. Nein, das hab ich nie angefangen. Ah, okay. Weil sonst hätte ich gefragt, was ist deine Methode, um beim Kindle ein Buch umzublättern? Ich würde einfach wischen. Weißt du, was meine ist? Ja, ich hab da ein Kindle, so im Bett, so. Und nehmen, stups bei der Nase an und das blättert weiter. Also mit der Nase umtippen, umblättern. Das kann man auch machen. Ja, genau, funktioniert da. Ist zwar nicht super hygienisch, aber okay. Ich weiß nicht, was hygienischer ist, Nase oder Finger. Nasenspitze, ich sage jetzt, naja, ich sage jetzt nicht, dass ich mein. Nein, stopp, passt schon. zu viel Information, die keiner haben will. Nein, es ist ja so, du fährst ja sonst mit den Fingern drauf und dann irgendwann mit der Nase. Ja, ja. Und? Das ist dann so. Aber du hast auch gerade die Nase so geriegt. Ja, ich weiß, aber da machst du es halt noch mehr. Ich frage mich eigentlich, wer blättert mit dem Penis um und geht es? Du kannst es gern rausfinden. Okay, wir machen eine kurze Pause. Ich sage halt so, du bist dann halt irgendwann, ja, ich weiß es nicht. Also, es wird sehr komisch. Ich hoffe, der Kindle wird nur von dir verwendet. Ja, wird nur von mir verwendet. Gut. Okay. Weil wir gerade beim Kindle sind, dann haben wir gleich noch was, nämlich den neuen Remarkable. Und ist im Endeffekt was Ähnliches, zumindest technisch was Ähnliches. Zum Kindle Scribe. Ja, genau. Es ist ein Notizblock und auch der Remarkable hat jetzt ein Farb-E-Ink-Display. Ich finde das Teil cool. Ich hätte mir gern sowas einmal gekauft. Ich finde es nur preislich leider absolut erstens, die Software ist recht mühsam, also es hat kein, man kann es nicht mit dem Handy pairen oder so, sondern man muss das Kabel anstecken. Und du brauchst für gewisse Dinge auch mittlerweile ein Abo von Remarkable. Ja, eben, sie haben das also ein bisschen sehr weird gemacht. Wenn es zum Beispiel etwas wäre, was Bluetooth hätte und die kannst mit der Handy-App synken, wäre cool,
aber ich muss mir die Notizen da umständlich anstecken und die Software verwenden, um es als PDF zu übertragen. Ich muss ganz schwierig. ehrlich sagen, ich habe ja ein iPad besessen in meinem Leben und da habe ich mir wirklich gedacht, ja, ich nehme das in Zukunft, um so Notizen zu machen. Und ich sage nach wie vor, es funktioniert einfach der klassische Notizblock und der Kugelschreiber am besten. Es klingt jetzt total altbacken, langweilig, aber es funktioniert einfach am besten. Ja, der Remarkable ist sie das. Ja, aber das funktioniert. Ich schreibe ohne Schmäh. Ich habe eine furchtbare Handschrift. Ja, ich will ja auch keine Schrifterkennung haben. Das ist ja Nein, etwas, was mich nicht aber interessiert. das Problem ist, wenn ich auf sowas schreibe, das kann ich nicht einmal selber lesen. Ja, aber ich kann generell meine Notizen selber nicht lesen. Deswegen. Wenn ich es auf einen Block schreibe, kriege ich es hin, dann Na, passt ich tippe das mittlerweile alles selber und schreibe mir Notizen in Obsidian. Na, was, ja, okay. Weißt, warum ich das nicht machen will? Es ist zwar jetzt, man braucht es zwar so selten, Leimer, aber ich will diese kognitive Fähigkeit zum Handschreiben nicht verlernen. Ach so, ja. Das ist, weil, fangen wir mal wirklich jetzt an, was Längers mit der Hand zu schreiben. Das ist richtig komisch. Das habe ich das letzte Mal bei meiner Deutschmatura gemacht, glaube Ja, nein, und das ist richtig seltsam, wenn du wirklich was ich. Ist Längers lang machen her. musst. Also, ich meine, ich schreibe jetzt nicht so extrem lange Sachen als Notizen, aber ich versuche schon, gewisse Dinge wieder öfters handschriftlich niederzuschreiben. Ja, okay, das kommt bei mir schon auch durchaus vor, mal so Not kleinste Notizen oder Sachen, die ich mir notieren will, die schreibe ich schon auch mit der Hand, beziehungsweise auf dem Notizblock oder Post-it. Aber ich rede jetzt davon, wenn ich mir jetzt im Arbeitsumfeld Notizen mache, dann mache ich die jetzt nur noch in Obsidian, davor in Notes, also in Apple Notes, aber jetzt in Obsidian. Schon aus dem Grund, weil es durchsuchbar ist. Und da bin ich, da ist es für mich nachher von den Notizen her nachvollziehbarer, weil ich muss nicht irgendeine Ablage durchsuchen oder mir durch 20, 30, 40 Notizzettel oder Ordner durchblättern, sondern ich tippe einfach die Suche ein. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das digital mache. Ich bin handschriftlich immer 10-mal schneller als mit Tippen. Ich bin ein langsamer Tipper. Aber durchsuchbar ist es halt, wenn ich es elektronisch mache. Das ist richtig, ja, das Ja. ist richtig. Und das ist das, was ich am meisten brauche. Ich mache mir Notizen und keine Ahnung, irgendeine Ticketnummer, wenn ich irgendein Feature-Request oder Bug-Ticket oder irgendwas geschrieben habe oder von Kunden irgendwas kriege und nachschauen will, wo haben wir das besprochen, bla bla bla, tippe ich das Ticketnummer ein und ich habe Ich meine, sofort meine es ist der Notizen da. Wurscht. Also, du kannst jede, also es muss keiner Obsidian verwenden. Du kannst Google Notes oder Ja, genau. Google Keep verwenden. Du kannst Apple Genau. Notes Apple verwenden. Notes Du kann man auch kannst verwenden, ja, genau. Also, Notion und wie soll es genau. heißen? Obsidian ist schon ein bisschen das nächste Level, wenn du dir mehr Gedanken machst, wie du Notizen gruppierst von der Struktur her, wie du eine bessere Übersicht hast, was ist von was abgeleitet und so weiter. Man kann auch ganz normal Google Notes oder einen Texteditor oder VSC oder Das, irgendwas ich verwenden. glaube, das heißt Google Keep. Ich verwechsel das auch immer. Google Keep, Google Notes, Ja. ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Ja, das war's. Also Remarkable wäre an sich ein gutes Gerät. Ich finde es halt für den Einsatzzweck zu teuer und die Software zu umständlich. Ja, also ich für mich wäre das. Ich weiß, ich brauche sowas nicht kaufen. Ja. Nun gut. Ah, ich habe einen Spaßpick. Ah, ja. Ich gebe jeden einen Tipp. Also, ich hab in Wien so ein paar smarte Steckdosen gehabt. Kopf, das fängt schon einmal gut an, okay? Ja, ich habe mittlerweile die entsorgt. Und ich bin auf was anderes umgestiegen. Ich bin auf ein Qualitätsprodukt umgestiegen. Und zwar, ich habe mir gedacht, da ich die jetzt schon länger nicht verwendet habe, habe ich mir gedacht, jetzt teste ich die mal schnell, ob die noch funktionieren mit der App, weil der Hersteller hat da gewechselt. Und dann habe ich mir so gedacht, ich habe da ja so einen Verteiler. Ich habe mir gedacht, jetzt stecke ich die halt einmal da schnell ein. Ich meine, die smarte Steckdose kann wahrscheinlich eh nichts dafür. Steckt es so bei den Verteiler ein, so funktioniert die Einrichtung, ja, passt, klappt alles. Und dann will ich das Ding rausziehen, dann geht das nicht wirklich.
Dann habe ich gedacht, warum geht denn das nicht raus? Dann habe ich ein bisschen fester gezogen, wirklich ein bisschen. Dann ist das Ding rausgegangen. Dann habe ich da so eine kleine Stichflamme aus der aus den Steckdosenverteiler rausgekommen gesehen und das hat gewaltig gestunken. Das Lustige war, ich habe dann keinen Strom mehr gehabt. Okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, was war das jetzt? Dann habe ich mal nachgeschaut, ob das nur bei mir in der im Sicherungskasten war. Der FI-Schalter ist gegangen, nach oben gedruckt, trotzdem noch immer keinen Strom gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehen wir mal schauen, ob da sonst noch was gegangen ist. Lustige Sache ist, ich habe dann ungefähr 5 Stunden auf einen Elektriker warten können, dass der mir eine Sicherung getauscht hat. Also sehr empfehlenswert sowas. War es irgendein No-Name-Billigprodukt oder günstiger Steckdosenverteiler, meinst du? Ja. Der Steckdosenverteiler, das war so die typische Weißware, würde ich sagen, was man im Supermarkt kaufen kann. War der smart? Der Verteiler, na. Der war nicht smart. Also der Verteiler ist hier explodiert, oder? Sagen wir so, er hat beschlossen, es macht, er hat keinen Dusch gemacht, aber er ist danach, er hat sehr verbrannt gerochen, nennen wir es so. Okay. Und das ist kurz so eine kleine Stichflamme rausgekommen. Okay. Und was ist mit deinen smarten Steckdosen passiert? Ja, die eine natürlich habe ich dann in den Müllkübel geworfen, weil die ist natürlich leicht mitverkokelt gewesen auf der Steckseite da. Und dann mache ich das Stecke nicht nochmal an. Die anderen habe ich dann einfach aus Sicherheitsgründen auch einfach entsorgt. Okay. Weil ich mir gedacht habe, okay, ist jetzt wurscht. Und ich habe jetzt seitdem alle meine Steckdosenverteiler auf Brennstuhl ausgetauscht. Ah, okay, ja, das ist gut. Das, und ich gebe jedem den Tipp, also wirklich, weil sonst, wenn man muss man sich die Gedanken auch noch machen, ob der Kühlschrank so lange kalt hält und die Tiefkühltruhe. Was es tut, also sei es kein Problem mit 5-6 Stunden. Ja, ja, normalerweise, also kommt drauf an auf die Geräte, aber 24 Stunden sollten sie aushalten. Man soll halt nicht die ganze Zeit Sachen aus dem Kühlschrank nehmen, das ist... Nein, das, ich habe es natürlich gar nicht aufgemacht und ja. Das Problem ist natürlich auch, du kannst halt auch nichts kochen dann. Ja. Und du noch blöder ist, du hast keine Heizung. Ja, okay, wir wohnen ja nicht in der Arktis. Nein, aber kann blöd ausgehen. Ja, also, ja, sicher. So. Der Punkt ist das, ja, also ich gebe ja jedem den Tipp, bevor man dann wie Alex Depp nachher hergeht und nachher einfach einmal ein bisschen fester reißt dran, einfach vorher einen Verteiler ausstecken aus der Hauptsteckdose. Ja, also du hast die smarte Steckdose, die wollte ich aus dem Verteiler ziehen, die reißen. Genau. Nein, es ist nicht, war nicht einmal ein Reißen. Beim zweiten Mal war es etwas fester. Da du weißt, ich habe persönlich nicht viel Kraft, also ich kann nicht wirklich reißen. Okay. Die smarte Steckdose, die war so billig. Und nein, das war nicht einmal. Nein, das war wirklich, ich vermute, das ist einfach die Verteilersteckdose. Das war die Verteilersteckdose, weil die andere war jetzt eigentlich ein namhafter Hersteller. Ja, okay. Wo ich jetzt sagen muss, ich glaube, das war, ich weiß nicht, woran es gelegen ist, aber das ist schon sehr, sehr komisch gewesen. Gut, okay. Also vielleicht ist, weiß ich nicht, man kann das sein, dass da irgendein Brösel in die Steckdose reingefallen ist oder so. Was für Brösel? Keksbrösel? Der macht noch keinen Kurzschluss. Also ich vermute halt, es war die Verteilersteckdose und die geben ja echt jeden in Tipp, kauft es eigentlich echt nicht. Man kauft gerade 3 Euro oder 4 Euro Verteilersteckdose. Na, vor allem, weil die vom Brennstuhl selbst die günstige kostet 6 Euro. Ja, stimmt. Ja, das da, kann viel sein. Du hast ja in der Steckdose drin ja so Metallkontakte natürlich. Metallkontakte. Genau, ja, ja, klar. Und ja. Kann halt sein, dass die billig waren. Dann zirkst du es vielleicht außer, dann reißt es den irgendwie vielleicht so halb ab. Dann hat der noch einen Kontakt oder hat keinen Kontakt, was auch immer. Der Funken schlag aber über, weil der Strom will ja zum Stecker hin. Ja. Ja, und dann hast du das Problem. Deshalb, also kauft nichts mehr, was da so günstig ist in der Hinsicht. Mein Tipp, und es gibt vom Brennstuhl übrigens auch einen smarten Steckdosenverteiler, der mit App-Steuerung da ist. Ah, okay, cool.
Nur ich bin draufgekommen, aber es steht da in der Anleitung drin, mit einem 5 GHz Router hat das Ding Problem. Das muss ich auf 2,4 GHz gestellt haben. Ja, das hast du aber bei den meisten solchen smarten Steckdosen, dass die nur 2,4 GHz kennen. Das ja, das Problem vielen. Ist, ich hab's bei meinem Router umstellen müssen, weil der bündelt beide zusammen, der sendet in einem Normen beide Frequenzen aus. Mhm. Ja, okay. Und das checkt diese Steckdose. Okay. Ja, das ist blöd. Ja, ich hab das bei mir auch. Ich habe bei mir zwei getrennte WLANs getrennt. Eins aus C-Files und eins aus C-Files 5 GHz. Eben genau deswegen. Genau. Was aber witzig ist, wenn es einmal eingerichtet ist, kann ich es wieder zusammenlegen. Dann hat er kein Problem. Ja, dann hat er kein Problem. Dann kennt er es. Ja. Also das so viel dazu. Also keine günstigen Verteilersteckdosen verwenden. Weil der Alex gerade gesagt hat, scheiße, da funktioniert keine Heizung mehr. Ist ja in Zukunft ja gar nicht mehr so wichtig, weil du brauchst da keine Sorgen machen. Hui. Ihr habt da zwei Links, einmal Science OFAD und einmal von der von der Geosphere Austria, ehemals ZAMK. Es war zumindest einmal der zweitwärmste September seit Messbeginn. Also Alexander, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass brennende Steckdosenverteiler dazu führen, dass du irgendwann in Zukunft in deiner Wohnung erfrierst. Ich mache mir einfach Sorgen, dass ich verbrenne innerlich. Das kann sein, aber darauf habe ich keinen Einfluss. Also ja, von dem her, das wird nimmer passieren. Es war der zweitwärmste Herbst, September seit Messbeginn und gleichzeitig der niederschlagsreichste September überhaupt. Na geh, sei nicht so. Da siehst du ja eh immer die Kommentare zum Sommer hin. Ja, im Sommer war es immer schon warm. Ja, natürlich. Und seid einmal froh, wenn es endlich einmal ein paar Tage warm ist. Ich weiß, ja. Aber ich kann jetzt nicht wirklich was für die Dummheit der Österreicher und Österreicherinnen, beziehungsweise es sind die nicht Österreicher und Österreicherinnen, sondern in Dummheit aller Menschen. Es ist halt einmal Fakt, es war der zweitwärmste September überhaupt und die häufen sich die wärmsten September und es war der niederschlagsreichste September. Das ist schon wieder, du musst schon mal alternative Quellen berücksichtigen, nicht immer nur das, was du da liest. Ah ja, natürlich, stimmt, ja genau. Stimmt, ich darf mir nicht immer da diese Daten anschauen. Du bist immer auf diese Mainstream-Medien. Ja, genau. Und die verbreiten ja nur Lügen im Auftrag. Im Auftrag von wem eigentlich? Ja, vom großen Ganzen. Das weiß zwar keiner, was es ist, aber wurscht. Ich hab da auch noch was, und zwar der WWF, also nicht die Wrestling-Organisation, sondern das andere WWF. Wow! Was denkst du von unserem Publikum, dass du glaubst, dass du das nochmal hervorheben musst, dass du vom Tierschutz sprichst und nicht vom WrestleMania? Weißt du, warum? Bei mir ist das so, die Word Wrestling, das heißt ja WWE mittlerweile. Ja, ja. Aber wie ich aufgewachsen bin, hat das ja noch WWF geheißen. Ja, ja. Und deshalb, ich habe komischerweise immer, wenn ich WWF höre, habe ich immer das Bild von Wrestling im Kopf. Keine Ahnung warum, frag mich nicht, ist eingebrannt so, ja, in mir. Okay. Ich stell mir das lustig vor, wenn das. Ja, okay. Wrestlende Frösche. Die wresteln wahrscheinlich sogar wirklich. Okay. Dass der Wildtierbestand seit 1970 quasi dramatisch abgenommen hat, um 73%. Tja. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Was können wir weitermachen? Ja, du eh. Also, warum nicht? Also, alles, was unter 90 ist, ist kein Erfolg. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Nachricht. Informier dich einmal bei den richtigen Quellen. Weil, hast du einen Beweis dafür? Hast du für dich einen persönlichen Beweis dafür, dass der wilde Bestand um 73% zurückgegangen ist?
Warst du das? Warst du draußen im Wald und hast die Tiere gezählt? Hast du das getan? Alle. Hast du das gemacht? Alle. Wann? Alle. Wann hast du das gemacht? Gestern war ich draußen. Echt? Ja. Du hast gestern 35.000 Populationen durchgezählt. Wirklich? Klar, ich war sonst nichts zu tun. Ja, ja, aber. Aber dann hast du einen Wert von gestern, aber du warst nicht wissen, ja, ja, natürlich, das macht. Das, ja, natürlich. Ja, ja, klar, weil die meisten davon gibt es nicht mehr. Kann ich gar nicht mehr wissen. Ah, ja, es ist schlimm, ja. Ja, na, wird lustig. Ja. Ich war bereit, also es ist für die Apokalypse. Ich meine, man sieht es an einem Beispiel, wenn du früher mit dem Auto gefahren bist, waren viel mehr so Käfer auf deiner Windschutzscheibe. Ja, drauf. Genau, das ist eher so eine Studie, was, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren gekommen ist. Das gibt es gar nicht. Also nicht nur Käfer, sondern auch Mücken, Gelsen, das ganze Graffel, was so generell ans Auto prallt. Ich kann mich noch erinnern, früher, wie das Kennzeichen ausgeschaut hat. Und da waren alles Flecken drauf, jetzt natürlich nicht mehr. Also nicht mehr so viel. Ja, wahrscheinlich manche sind dann Befürworter dafür, sie sagen, wir sollten noch mehr für das vorantreiben, damit überhaupt kein Fleck mehr im Auto drauf ist. Genau, muss man nicht so viel Auto waschen und das spart natürlich nachher wieder Wasser. Und wir müssen ja Wasser sparen, weil es ja zum Glück hier wärmer wird, weil alle hätten wir gerne einen warmen Herbst. Genau, ja. Ja. Ja, ja. Beißt sich die Katze in den Schwanz. Noch, solange es die Katze noch gibt. Gut. Das war's, würde ich sagen. Das war's, ja. Wir verabschieden uns und hören uns. Oder hast du noch was? Nein, wir sind durch, oder? Wir sind durch, ja. Ja, passt. Perfekt. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Und hören uns nächste Woche. Und zum Abschluss gibt's noch ein Outro. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Im Podcast. Die Zuseherinnen und Zuseher über YouTube müssen sich im Podcast anhören, um das Outro zu hören. Okay. Eigentlich könnte man das jetzt nicht trotzdem ins Outro reingeben. Beim Podcast? Video. Wenn du es einschneidest. Also ich müsste es gleich hinzufügen. Geht das? Ja, eigentlich. Also wenn es jetzt ein gibt es ein Video auch dazu oder nicht? Nein. Dann ist es eigentlich relativ simpel, weil dann nehme ich unser Coverbild und tust dazu. Wenn du das antun willst, kannst du es gerne machen. Ja, außer wir kriegen ein Problem mit Google wegen Copyright. Na, das Outro ist von Suno, also keine Sorge. Weißt du was? Lass mal's weg. Ich sehe schon, das wird nur zu Problemen führen. Bei Google? Bei YouTube? Ja, einfach. Du hast mich überzeugt, weil da war, was jetzt völlig irrelevant ist, aber na, das vergiss es. Also wir lassen es einfach weg, passt schon. Wenn es ist, hören wir jetzt hört's im Podcast. Ist gut für die Klicks beim Podcast. Okay. Ist gut für die Klicks beim Podcast. Ja, alles passt. Klar. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, gut.